sehen Sie jetzt ein Stück Theatergeschichte aus dem Jahr 1965. Ein Oratorium in 11 Gesängen. Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? 2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein, ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. Wurden die Fahrplananordnungen von Ihnen ausgefertigt? Nein, ich hatte nur fahrplantechnische Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Pendelverkehr zwischen Bahnhof und Lager durchzuführen. Dem Gericht liegen Fahrplananordnungen vor, die von Ihnen unterzeichnet sind. Ich habe das vielleicht einmal vertretungsweise unterschreiben müssen. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Sie wussten, dass die Züge mit Menschen beladen waren? Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutze des Reiches standen. Über die vom Lager regelmäßig zurückkehrenden Leerzüge haben Sie sich keine Gedanken gemacht. Die beförderten Menschen waren dort angesiedelt worden. Herr Zeuge, Sie haben heute eine leitende Stellung in der Direktion der Bundesbahn. Demnach ist anzunehmen, dass Sie vertraut sind mit Fragen der Ausstattung und Belastung von Zügen. Wie waren die bei Ihnen ankommenden Züge ausgestattet und belastet? Es handelte sich um Güterzüge. Laut Frachtbrief wurden per Waggon etwa 60 Personen befördert. Waren es Güterwagen oder Viehwagen? Es waren auch Wagen, wie sie zum Viehtransport benutzt wurden. Gab es in den Waggons sanitäre Einrichtungen? Das ist mir nicht bekannt. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass die Transporte aus fast allen Ländern Europas kamen? Wir hatten so viel zu tun, dass wir uns um solche Dinge nicht kümmern konnten. Fragten Sie sich nicht, was mit den umgesiedelten Menschen geschehen sollte? Sie sollten zum Arbeitseinsatz geschickt werden. Aber es waren auch nicht nur Arbeitsfähige, sondern ganze Familien mit alten Leuten und Kindern. Ich hatte keine Zeit, mir den Inhalt der Züge anzusehen. Wo wohnten Sie? In der Ortschaft. Wer wohnte sonst dort? Die Ortschaft war von der einheimischen Bevölkerung geräumt worden. Es wohnten dort Beamte des Lagers und Personal der umliegenden Industrien. Was waren das für Industrien? Es waren Niederlassungen der IG Farben, der Krupp und Siemenswerke. Sahen Sie Häftlinge, die dort zu arbeiten hatten? Ich sah sie beim An- und Abmarschieren. Wie war der Zustand der Gruppen? Sie gingen im Gleichschritt und sangen. Erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet. Man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Herr Zeuge, Sie waren für die Güterabfertigung verantwortlich. Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Züge dem Rangierpersonal zu übergeben. Was waren die Aufgaben des Rangierpersonals? Sie spannten eine Rangierlok vor und beförderten den Zug ins Lager. Wie viele Menschen befanden sich Ihrer Schätzung nach in einem Waggon? 60 Stück oder 80 Stück, je nachdem. Wann kamen die Züge an? Meistens nachts. Herr Zeuge, welchen Eindruck erhielten Sie von diesen Frachten? Ich verstehe die Frage nicht. Herr Zeuge, Sie sind Oberinspektor der Bundesbahn und kennen sich in Reiseverhältnissen aus. Wurden Sie durch Einblicke in die Waggonluken oder durch Geräusche aus den Waggons auf die Zustände aufmerksam? Ich sah einmal eine Frau,
die ein kleines Kind an die Luftklappe hielt und fortgesetzt nach Wasser schrie. Ich holte einen Krug Wasser und wollte ihn ihr reichen. Aber als ich den Krug hochhob, kam einer von den Wachleuten und sagte, wenn ich nicht sofort weggehe, dann würde ich erschossen. Herr Zeuge, wie viele Züge kamen Ihrer Berechnung nach auf dem Bahnhof an? Im Durchschnitt ein Zug pro Tag. Bei Hochdruck verkehrten auch 2 bis 3 Züge. Wie groß waren die Züge? Sie hatten bis zu 60 Waggons. Herr Zeuge, was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe und den Rauch, den Feuerschein? Ja, ich sah Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da würde Tag und Nacht Brot gebacken. Es war ja ein großes Lager. Wir fuhren 5 Tage lang. Am 2. Tag war unsere Wegzehrung verbraucht. Wir waren 89 Menschen im Waggon. Wir hatten viele Kranke und 8 Tote. Unsere Kinder hatten längst zu jammern aufgehört, als wir in der letzten Nacht vom Bahndamm auf ein Nebengleis abbogen. Wir fuhren durch eine flache Gegend, die von Scheinwerfern beleuchtet wurde. Dann näherten wir uns einem langgestreckten, scheunenähnlichen Gebäude. Da war ein Turm und darunter ein gewölbtes Tor. Ehe wir durch das Tor einfuhren, pfiff die Lokomotive. Der Zug hielt, die Waggontüren wurden aufgerissen, Häftlinge in gestreiften Anzügen erschienen und schrien zu uns herein: Los, raus, schnell, schnell. Es waren 1,5 Meter herab zum Boden. Da lag Schotter. Die Alten und Kranken fielen in die scharfen Steine. Die Toten und das Gepäck wurden herausgeworfen. Von den Wachtürmen waren Scheinwerfer und Maschinengewehre auf uns gerichtet. Am Ende der Rampe war der Himmel rot gefärbt. Die Luft war voll von Rauch. Der Rauch roch süßlich und versengt. Dies war der Rauch, der fortan blieb. Wir standen zu 5 in einer Reihe. Dann mussten wir an ein paar Offizieren vorbeigehen. Einer von ihnen hielt die Hand in Brusthöhe und winkte mit dem Finger. Nach links und nach rechts. Die Kinder und die alten Frauen kamen nach links. Ich kam nach rechts. Die linke Gruppe musste über die Schienen zu einem Weg gehen. Einen Augenblick sah ich meine Mutter bei den Kindern. Da war ich beruhigt und dachte, wir werden uns schon wiederfinden. Eine Frau neben mir sagte, die kommen in ein Schonungslager. Sie zeigte auf die Lastwagen, die auf dem Weg standen, und auf das Auto vom Roten Kreuz. Wir sahen, wie sie auf die Wagen geladen wurden. Und wir waren froh, dass sie fahren durften. Der Offizier, der uns einteilte, war sehr freundlich. Ich fragte ihn, wohin denn die anderen gingen, und er antwortete, die gehen jetzt nur baden, in einer Stunde werdet ihr euch wiedersehen. Frau Zeugin, wissen Sie, wer dieser Offizier war? Ich erfuhr später, dass er Dr. Capesius hieß. Frau Zeugin, können Sie uns den Angeklagten Dr. Capesius zeigen? Wenn ich mir die Gesichter ansehe, fällt es mir schwer zu sagen, ob ich sie wiedererkenne. Doch dieser Herr da kommt mir bekannt vor. Wie heißt er? Dr. Capesius. Die Frau Zeugin muss mich mit einem anderen verwechseln. Ich habe nie auf der Rampe ausgesondert. Ich kannte Dr. Capesius von meinem Heimatort her. Ich begrüßte ihn und fragte, was mit uns geschehen sollte. Er sagte, hier wird alles gut werden. Ich sagte ihm, dass meine Frau nicht gesund sei. Dann soll sie hier stehen, sagte er. Hier bekommt sie Pflege. Er zeigte auf die Gruppe von alten Leuten und Kranken. Ich sagte zu meiner Frau, du musst dorthin gehen und dich hinstellen. Sie fuhren alle auf Lastwagen ab. Besteht für Sie kein Zweifel, dass dies Dr. Capesius war? Nein, ich habe ja mit ihm gesprochen. War damals eine große Freude für mich, ihn wiederzusehen. Herr Zeuge, wen von den Angeklagten sahen Sie noch auf der Rampe? Diesen Angeklagten, er heißt Hofmann. Angeklagter Hofmann,
Was hatten Sie auf der Rampe zu tun? Ich hatte für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Wie ging das vor sich? Die Leute wurden aufgestellt, dann bestimmten die Ärzte, wer arbeitsfähig war und wer zur Arbeit nicht in Frage kam. Mal waren mehr, mal weniger Arbeitsfähige rauszuholen. Der Prozentsatz war bestimmt. Er richtete sich nach dem Bedarf an Arbeitskräften. Was geschah mit denen, die nicht zur Arbeit gebraucht wurden? Die kamen ins Gas. Wie groß war der Prozentsatz der Arbeitsfähigen? Im Durchschnitt ein Drittel des Transportes. Bei Überbelegung des Lagers hatten die Transporte geschlossen abzugehen. Hatten Sie bei der Ausübung Ihrer Arbeit Gewalt anzuwenden? Da war immer ein großes Durcheinander und da hat es natürlich mal eine Zurechtweisung oder eine Ohrfeige gegeben. Ich habe nur meinen Dienst gemacht. Wo ich hingestellt werde, mache ich eben meinen Dienst. Wie kamen Sie zu diesem Dienst? Das war so. Mein Bruder hatte noch eine Uniform übrig, die konnte ich übernehmen. Da hatte ich keine Unkosten, es war geschäftshalber. Mein Vater hatte eine Gaststätte, da verkehrten viele Parteigenossen. Als ich abkommandiert wurde, hatte ich keine Ahnung, wohin ich kam. Angeklagter Hofmann, wussten Sie, was mit den ausgesonderten Menschen geschehen sollte? Herr Staatsanwalt, ich persönlich hatte gar nichts gegen diese Leute. Hatten Sie diese Einstellung noch, als Sie Dienst auf der Rampe taten? Also, von kleinen Übeln abgesehen, wie sie solch ein Leben von vielen auf engem Raum nun einmal mit sich bringt und abgesehen von den Vergasungen, die natürlich furchtbar waren, hatte durchaus jeder die Chance zu überleben. Ich persönlich habe mich immer anständig benommen. Was sollte ich denn machen? Befehle mussten ausgeführt werden. Und dafür habe ich jetzt dieses Verfahren auf dem Hals. Herr Staatsanwalt, ich habe ruhig gelebt, wie alle anderen auch. Und jetzt holt man mich plötzlich raus und schreit nach Hofmann. Das ist der Hofmann, sagt man. Ich weiß überhaupt nicht, was man von mir will. Als wir aufgestellt waren, kam einer der Wachleute und fragte, hat jemand irgendwelche Beschwerden? Da traten einige vor, die glaubten, sie würden leichtere Arbeit finden. Und sie kamen zu denen, die nach links gehen mussten. Als er sie abführte, kam es zu einer Unruhe und er schoss in die Menschen hinein. Dabei wurden 5 oder 6 getötet. Befindet sich der, von dem Sie sprechen, in diesem Raum? Herr Vorsitzender, es ist lange her, dass ich Ihnen gegenüberstand. Und es fällt mir schwer, Ihnen in die Gesichter zu sehen. Dieser dort hat Ähnlichkeit mit ihm. Er könnte es sein. Er heißt Bischof. Sind Sie sicher oder zweifeln Sie? Herr Vorsitzender, ich war diese Nacht schlaflos. Wir stellen die Glaubwürdigkeit des Zeugen in Frage. Die Übermüdung des Zeugen kann keine Grundlage bilden für beweiskräftige Aussagen. Angeklagter Bischof, wollen Sie zu der Beschuldigung Stellung nehmen? Es ist mir ein Rätsel, was der Herr Zeuge da sagt. Ich verstehe auch nicht, warum der Zeuge sagt 5 oder 6. Hätte er 5 gesagt oder hätte er 6 gesagt, dann wäre das verständlich. Hatten Sie Dienst auf der Rampe? Ich hatte nur die Schübe zu ordnen. Geschossen habe ich nie, Herr Präsident. Es ist mein Bestreben, hier reinen Tisch zu machen. Das nagt schon seit Jahren an mir. Herzkrank bin ich davon geworden. Und jetzt sollen mir da mit solchen Schweinereien die letzten Tage meines Lebens versaut werden. Was meint der Angeklagte mit Schweinereien? Der Angeklagte ist erregt. Er meint sicher nicht das von der Staatsanwaltschaft eingeleitete Strafverfahren. Ich gehörte als Häftling dem Aufräumungskommando an. Wir hatten das Gepäck der Angekommenen wegzuschaffen. Der Angeklagte Baretzky hat auf der Rampe an Aussonderungen teilgenommen und die Transporte zu den Krematorien begleitet. Herr Zeuge, erkennen Sie den Angeklagten wieder? Dies ist Blockführer Baretzky. Ich gehörte nur zu den Wachmannschaften. Dass ein Mannschaftsdienstgrad selektierte, das gab es gar nicht. Das konnte nur der Arzt. War Ihnen der Zweck der Aussonderungen bekannt? Wir erfuhren das. Ich war empört darüber. Ich habe das meiner Mutter einmal auf einem Urlaub berichtet. Die wollte das nicht glauben. Das ist nicht möglich, sagte sie. Menschen brennen doch nicht, weil Fleisch nicht brennen kann. Ich sah, wie Baretzky mit seinem Stock auf die Leute zeigte. Es konnte ihm nie schnell genug gehen. Immer trieb er zur Eile. Einmal kam ein Transport mit 3000 Menschen an. Die meisten davon waren Kranke. Baretzky schrie uns zu, ihr habt 15 Minuten Zeit, sie aus den Waggons zu holen. Beim Abladen wurde ein Kind geboren. Ich wickelte es in Kleidungsstücke und legte es neben die Mutter. Baretzky kam mit seinem Stock auf mich zu, schlug mich und die Frau. Was tust du mit dem Dreck, da schrie er und gab dem Kind einen Fußtritt, sodass es 10 Meter fortflog.
Dann befahl er mir, bring die Scheiße hierher. Da war das Kind tot. Herr Zeuge, können Sie das beschwören? Das kann ich beschwören. Baretzky hatte auch einen Spezialschlag. Er war bekannt dafür. Was war das für ein Spezialschlag? Er wurde mit der flachen Hand ausgeführt. So, gegen die Aorta. Dieser Schlag führte in den meisten Fällen zum Tode. Der Zeuge sagte doch eben, ich hätte einen Stock gehabt. Wenn ich einen Stock hatte, dann brauchte ich doch nicht mit der Hand zu schlagen. Und wenn ich mit der Hand schlug, brauchte ich doch keinen Stock. Herr Vorsitzender, das ist Verleumdung. Ich hatte überhaupt keinen Spezialschlag. Herr Zeuge, wen haben Sie noch auf der Rampe gesehen? Alle Ärzte waren auf der Rampe. Die Aussonderungen gehörten zu ihrer Arbeit. Dr. Frank war da, Dr. Schatz und Dr. Lukas. Wie lang war die Rampe? Etwa 800 Meter. Wie lang waren die Züge? Sie nahmen oft zwei Drittel der Länge ein. Wo wurden die Aussonderungen vorgenommen? In der Mitte der Rampe. Dort standen die Menschen in zwei Gruppen nebeneinander. Jede Gruppe in Reihen zu fünft. Wir bezweifeln, dass es möglich war, sich bei diesem Gedränge mit Packarbeiten in der Nähe der selektierenden Offiziere aufzuhalten. Angeklagter Dr. Frank, haben Sie an den Aussonderungen teilgenommen? Ich war lediglich als Ersatzmann zum Rampendienst eingeteilt worden. Meine Aufgabe war, eintreffenden Zahnärzten ihre Ausrüstung für die Häftlingszahnstation abzunehmen. Die Zahnärzte und Zahntechniker hatte ich sodann zu registrieren und einzukleiden. Wenn es vorkam, dass einer antrat, der nur so gesagt hatte, er sei Dentist, dann ließ ich ihn nicht zurückschicken. Wir brauchten ja auch Leute zum Putzen. Ich selbst habe alles getan, um den Häftlingen Hilfeleistungen zukommen zu lassen. Angeklagter Dr. Schatz, haben Sie an den Aussonderungen teilgenommen? Ich hatte nie etwas damit zu tun. Wenn ich zur Entgegennahme von Medikamenten oder ärztlichen Instrumenten auf die Rampe befohlen wurde, versuchte ich nach Möglichkeit, mich zu drücken. Ich war überhaupt nur unter Zwang ins Lager gekommen. Ich wurde von einer Heereszahnstation abkommandiert. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich ein ausgesprochen freundschaftliches Verhältnis mit den Häftlingen unterhielt. Angeklagter Dr. Lukas, was hatten Sie auf der Rampe zu tun? Ich war dort nicht im geringsten aktiv. Ich habe immer wieder gesagt, ich bin Arzt, um Menschenleben zu erhalten, nicht um Menschen zu vernichten. Auch mein katholischer Glaube ließe nichts anders zu. Ich täuschte Krankheiten vor und versuchte, so schnell wie möglich zur Truppenunterkunft zurückzukommen. Auf einem Urlaub sprach ich sowohl mit einem befreundeten Erzbischof als auch mit einem hohen Juristen. Beide sagten mir, unmoralische Befehle dürften nicht befolgt werden. Jedoch ginge dies nicht so weit, dass man dabei sein eigenes Leben gefährden müsse. Herr Dr. Lukas, was für Krankheiten simulierten Sie denn, wenn Sie zur Aussonderung befohlen wurden? Ich täuschte Gallenkolik vor oder eine Magengeschichte. Hat man sich nicht gewundert, dass Sie Ihre Kolik immer erst auf der Rampe bekamen? Da gab es nie Schwierigkeiten. Mein passiver Widerstand war die einzige Möglichkeit, mit diesen Dingen so wenig wie möglich zu tun zu haben. Und wenn Sie mit den Dingen zu tun hatten, was taten Sie dann? Nur in 3 bis 4 Fällen halfen mir meine Weigerungen nichts. Und da nahmen Sie an den Aussonderungen teil? Ich hatte nur arbeitsfähige Menschen auszusuchen. Und ich habe so ausgesucht, dass auch viele nicht arbeitsfähige mit ins Lager kamen. Und die übrigen? Die wurden von anderen beiseite geführt. Ich habe mich damit nicht befasst. Was geschah mit dem Gepäck der Eingetroffenen, nachdem die Aussonderungen vorgenommen worden waren? Es wurde zum Effektenlager gebracht, dort sortiert und aufgestapelt. Wie groß war das Effektenlager? Es bestand aus 35 Baracken. Können Sie Angaben machen in Bezug auf die Werte und Mengen des erfassten Gutes? Indem man den Häftlingen vor der Deportierung geraten hatte, so viel wie möglich an Wertgegenständen, Wäsche, Kleidern, Geld und Werkzeugen mitzunehmen, unter dem Vorwand, dass dort, wo sie angesiedelt werden sollten, nichts zu bekommen sei, nahmen alle ihren letzten Besitz mit. Vieles wurde schon bei den Vorsortierungen auf der Rampe herausgenommen. Die aussondernden Ärzte nahmen nicht nur Gebrauchsgegenstände an sich, sondern auch Schmucksachen und Valuten, die sie dann kofferweise für sich zurückstellten.
Dann nahmen sich die Wachmannschaften und die Mitglieder des Zugpersonals das ihre. Doch für uns fiel immer etwas ab, mit dem wir dann später Tauschgeschäfte betreiben konnten. Herr Zeuge, können Sie uns Angaben machen über die genauen Werte des von den Häftlingen übernommenen Gutes? Nach einem Abschlussbericht über die Zeit vom 1. April 1942 bis zum 15. Dezember 1943 beliefen sich die erfassten Geldmittel, Devisen, Edelmetalle und Juwelen auf 132 Millionen Mark, wozu noch 1900 Waggons voller Spinnstoffe kamen, im Werte von 46 Millionen. Da stand aber ein Jahr der größten Transporte noch bevor. Wer übernahm diese Werte? Die Güter wurden weitergeleitet an die Reichsbank bzw. das Reichswirtschaftsministerium. Obgleich unser Gepäck zurückgeblieben war und wir getrennt worden waren von unseren Familienmitgliedern, gingen wir noch ohne Misstrauen durch das Tor zwischen den Stacheldrähten. Wir glaubten, dass unsere Frauen und Kinder jetzt drüben zu essen bekämen und dass wir sie bald wiedersehen dürften. Dann aber sahen wir hunderte von zerlumpten Gestalten, viele bis aufs Skelett abgemagert. Da verging uns die Zuversicht. Wir wurden in eine Waschbaracke getrieben. Fachleute und Häftlinge kamen mit Stößen von Papieren. Wir mussten uns ausziehen und alles, was wir noch besaßen, wurde uns abgenommen. Uhren, Ringe, Ausweise und Fotos wurden auf dem Personalbogen registriert. Anschließend wurde uns die Nummer in den linken Unterarm tätowiert. Wie wurde die Tätowierung ausgeführt? Mit Nadelstempeln wurden uns die Ziffern in die Haut gestochen. Dann wurde Tusche hineingerieben. Die Haare wurden uns abgeschoren, wir kamen unter kalte Duschen. Zum Schluss wurden wir eingekleidet. Dann begaben wir uns im Laufschritt zu unserem Block. Wie viele Häftlinge waren dort untergebracht? Der Belegraum war für 500 Menschen berechnet. Wir waren dort 1000 Mann. Wie viele solcher Baracken gab es? Über 200. Wie breit waren die Pritschen? Etwa 1,80 Meter breit. Auf jeder Pritsche lagen 6 Mann. Sie mussten abwechselnd auf der rechten und auf der linken Seite liegen. Wie waren die sanitären Einrichtungen? In der Waschbaracke befanden sich Holztröge mit einem durchlöcherten Eisenrohr darüber. Aus dem Rohr tröpfelte das Wasser. In der Latrine standen lange Betonbecken. Darauf lagen Bretter mit runden Öffnungen. 200 Personen konnten auf einmal Platz nehmen. Das Latrinenkommando passte auf, dass niemand zu lange saß. Die Leute des Kommandos schlugen mit Stöcken zwischen die Häftlinge, um sie wegzujagen. Bei manchen ging es aber nicht so schnell und vor Anstrengung trat ihnen der Mastdarm ein Stück hervor. Wenn sie vertrieben worden waren, stellten sie sich wieder bei den Wartenden an. Man musste seine Notdurft morgens erledigen, tagsüber gab es keine Möglichkeit dazu. Wer doch dabei ertappt wurde, erhielt Kerkerstrafe. Die Näpfe, die wir erhalten hatten, dienten einem dreifachen Zweck. Zum Waschen, zum Suppefassen und zum Verrichten der nächtlichen Notdurft. Im Frauenlager war die einzige Wasserquelle unmittelbar neben der Latrine. An dem dünnen Strahl, der in die Bottiche mit den Exkrementen weiterlief, standen die Frauen und tranken und versuchten, sich etwas Wasser in ihren Napf abzuschöpfen. Diejenigen, die aufgaben, sich zu waschen, gaben sich selbst auf. Schon beim Herausspringen aus dem Waggon, in das Gewühl der Rampe, wusste ich, dass es hier darum ging, seinen eigenen Vorteil zu wahren, sich nach oben zu fügen und einen günstigen Eindruck zu wecken und sich fernzuhalten von allem, was einen nach unten ziehen konnte. Als wir im Aufnahmeraum auf die Tische gelegt wurden und man uns After- und Geschlechtsteile nach versteckten Wertgegenständen untersuchte, vergingen die letzten Reste unseres gewohnten Lebens. Familie, Heim, Beruf und Besitz, das waren Begriffe, die mit dem Einstechen der Nummer ausgelöscht wurden. Und schon begannen wir, nach neuen Begriffen zu leben und uns einzufügen in diese Welt, die für diejenigen,
die darin existieren wollten, zur normalen Welt wurde. Das oberste Gesetz war, gesund zu bleiben und körperliche Kraft zu zeigen. Ich hielt mich dicht neben denen, die zu schwach waren, ihre Ration zu essen, um mir diese bei der ersten Gelegenheit anzueignen. Ich lag auf der Lauer, wenn eine, die einen besseren Schlafplatz besaß, dem Tod nah war. Unser Aufstieg in der neuen Gesellschaft begann in der Baracke, die jetzt unser Heim war. Vom Schlafloch auf dem kalten Lehmboden kämpften wir uns empor zu den warmen Plätzen der oberen Pritschen. Wenn zwei aus derselben Schüssel essen mussten, starrten sie einander auf die Kehle, um darüber zu wachen, dass die andere nicht einen Löffel mehr schluckte. Unsere Ambitionen waren auf ein einziges Ziel gerichtet, irgendetwas zu gewinnen. Es war das Normale, dass uns alles gestohlen worden war. Es war das Normale, dass wir wieder stahlen. Der Schmutz, die Wunden und die Seuchen ringsum waren das Normale. Es war normal, dass zu allen Seiten gestorben wurde, und normal war das unmittelbare Bevorstehen des eigenen Todes. Normal war das Absterben unserer Empfindungen und die Gleichgültigkeit beim Anblick der Leichen. Es war normal, dass sich zwischen uns solche fanden, die denen, die über uns standen, beim Prügeln halfen. Wer zur Dienerin der Blockältesten wurde, gehörte nicht mehr zu den Niedrigsten. Und noch höher gelangte die, die es vermochte, sich bei den Blockführerinnen einzuschmeicheln. Überleben konnte nur der Listige, der sich jeden Tag mit nie alarmender Aufmerksamkeit seinen Fußbreitboden eroberte. Die Unfähigen, die Trägen im Geiste, die Milden, die Verstörten und Unpraktischen, die Trauernden und die, die sich selbst bedauerten, wurden zertreten. Am ersten Morgen standen wir beim Appell. Es regnete. Wir standen stundenlang und sahen, wie hinter den Stacheldrähten auf der anderen Seite der Rampe Frauen auf die Lastwagen geprügelt wurden. Sie waren nackt und schrien zu uns Männern hinüber. Sie erwarteten Hilfe von uns, doch wir standen nur da und zitterten und konnten ihnen nicht helfen. Morgens erhielt jeder einen halben Liter Brühe. Die Brühe enthielt ein Kaffeeersatzmittel, dazu gab es 5 Gramm Zucker. Mittags wurde Suppe ausgegeben, die Suppe war aus Abfällen von Kartoffeln, Rüben und Kohl gekocht, mit einem minimalen Zusatz von Fleisch oder Fett. Abends nach dem Appell erhielt jeder sein Stück Brot von 300 bis 350 Gramm und verschiedene Zulagen. Oft gab es nur die Hälfte der Zulage oder sie fiel ganz aus, weil das Lagerpersonal von den Wachmannschaften an bis hinauf zum Kommandanten sich selbst unbehindert Lebensmittel aus den Häftlingsmagazinen holte. Im Durchschnitt vermochte ein Häftling nicht länger als 3 bis 4 Monate zu leben. Herr Zeuge, wie war es möglich, dass Sie selbst überlebten? Überleben konnte nur der, dem es während der ersten Wochen gelang, irgendeinen Innendienst zu bekommen. Sei es durch eine Spezialistentätigkeit oder durch die Ernennung zu einer Hilfsfunktion. Für einen Funktionshäftling, der sich darauf verstand, seine Vorzugsstellung auszunutzen, war im Lager praktisch alles zu erhalten. Was für eine Vorzugsstellung hatten Sie? Ich war Häftlingsarzt. Anfangs im Quarantänelager, später im Krankenbau. Wie waren dort die Verhältnisse? Im Quarantänelager gab es Ratten. Die nagten nicht nur die Leichen an, sondern auch die Schwerkranken. Oft waren die Füße von denen, die in Agonie lagen, morgens angebissen. Im Häftlingskrankenbau war es besser. Da gab es Binden aus Krepppapier, etwas Zellstoff, ein Fass mit Ichtyolsalbe und ein Fass mit Kreide. Alle Wunden wurden mit der Salbe bestrichen und auf Bartflechte kam Kreide, damit man sie nicht mehr sah. Wir hatten auch ein paar Aspirintabletten. Die wurden an Zwirnsfäden aufgehängt. Kranke mit Fieber unter 38 Grad durften einmal lecken. Kranke mit Fieber über 38 Grad, 2-mal. Ich habe im Lager Krankheiten gesehen, von denen ich nie geglaubt hätte, dass ich sie zu Gesicht bekommen würde. Nach dem Abendappell holte unser Blockältester sich einige zum Sportmachen heraus. Wir mussten hüpfen wie Frösche. Schneller hüpfen, rief er. Und wenn einer nicht mitkam, schlug er ihn mit einem Schemel zusammen. Wie hieß dieser Blockälteste? Er hieß Bednarek. Und ich kann auf ihn zeigen. Dass beim Sportmachen Leute geschlagen wurden, ist mir nicht bekannt.
Wie ging denn das Sportmachen vor sich? Häftlinge, die auffielen, mussten leichte Leibesübungen machen. Mal links um, mal rechts um, das war alles. Im Winter ließ Bednarek Häftlinge eine halbe Stunde lang unter der kalten Dusche stehen, bis sie unterkühlt waren und erstarrten. Dann wurden sie auf den Hof geworfen, wo sie verstarben. Diese Beschuldigungen sind frei erfunden. So etwas konnte ich doch gar nicht tun. Ich war doch selbst Funktionshäftling und hatte über mir den Kapo, den Arbeitsdienstführer und den Lagerältesten. Ich selbst, das kann ich heute mit Stolz behaupten, habe Mithäftlinge in meiner Stube schlafen lassen. Und bei uns im Block gab's abends immer viel Spaß. Wenn Bednarek einen Häftling erschlagen hatte, ging er in seine Stube und betete. Da muss ich sagen, gottgläubig, das bin ich. Aber zu beten habe ich nicht gewagt, dafür gab es zu viel Spitzel. Und erschlagen habe ich nie jemanden. Es hat höchstens mal eine gesetzt, wenn ich bei Streitigkeiten zu schlichten hatte. Vor allem einer war im Lager. Der war immer vorne an, wo geschlagen und getötet wurde. Der hieß Kaduk. Kaduk war ein Begriff. Kaduk wurde von den Häftlingen Professor genannt oder der heilige Dr. Kaduk, weil er selbstständig Aussonderungen vornahm. Mit dem Griff seines Stocks fischte er sich die Opfer am Hals oder am Bein heraus. Herr Zeuge, können Sie uns den Angeklagten Kaduk zeigen? Dies ist Herr Kaduk. Herr Direktor, diese Behauptung ist unwahr. Ich war dabei, als Kaduk Hunderte von Häftlingen aus der Krankenstation holen ließ. Sie mussten sich in der Wäscherei ausziehen und in einer Reihe an Kaduk vorbeilaufen. Er hielt den Spazierstock in der Höhe von etwa einem Meter vor sie hin. Sie mussten darüber springen. Wer den Stock berührte, kam ins Gas. Wem der Sprung über den Stock gelang, wurde geschlagen, bis er zusammenbrach. Jetzt springt noch einmal, rief Kaduk. Und zum zweiten Mal gelang es nicht mehr. Ich habe keine Häftlinge ausgesondert, ich habe nichts entschieden. Da war ich gar nicht zuständig. Wofür waren Sie denn zuständig? Ich hatte nur zur Bewachung bei Aussonderungen zugegen zu sein. Da habe ich aufgepasst wie ein Luchs, dass von den Ausgesonderten niemand mehr herüberwechselte zur arbeitsfähigen Gruppe. Hatten Sie auch Dienst auf der Rampe? Ja, ich hatte den Gruppenverkehr zu regeln. Wie machten Sie das? Alles raustreten, Gepäck auf die Rampe, antreten zu fünft, vorwärts Marsch. Scharf war ich, das kann ich schon sagen. Aber ich habe nur getan, was ich tun musste. Und was mussten Sie tun? Zusehen, dass der Betrieb klappte. Kinder wurden grundsätzlich gleich überstellt, auch Mütter, die sich von den Kindern nicht trennen wollten. Alles ging reibungslos. Die Transporte kamen an wie warme Brötchen. Da brauchte gar keine Gewalt angewendet zu werden. Die nahmen alles gelassen hin. Die wehrten sich nicht. Weil sie einsahen, dass jeder Widerstand sinnlos gewesen wäre. Einmal schlug Kaduk in unserem Arbeitskommando einen Häftling zusammen. Dann legte er ihm seinen Stock über den Hals, stellte sich auf beide Enden und wippte hin und her, bis der Mann erdrosselt war. Das ist Lüge! Lüge! Schreien Sie den Zeugen nicht an, Kaduk. Herr Direktor, das ist nicht wahr, was hier gesagt wird. Mir geht es nur um die Wahrheit. Auf diese Weise ist bei uns nie ein Häftling getötet worden. Wir hatten den Befehl, mit den Arbeitskräften schonend umzugehen. Aber manchmal fiel schon einer um, wenn ich bloß die Hand hob. Das hat er nur vorgetäuscht. Herr Direktor, an Schlagen hatten wir gar kein Interesse. Von morgens 5.30 Uhr an waren wir auf den Beinen. Und abends hatten wir noch Rampendienst zu machen. Das genügte uns. Herr Direktor, ich will nichts anderes als in Frieden leben. Das habe ich doch gezeigt in den vergangenen Jahren. Ich war Krankenpfleger. Ich war beliebt bei meinen Patienten. Die können es bezeugen. Papa Kaduk nannten sie mich. Sagt das nicht alles? Und soll ich jetzt dafür büßen, was ich damals tun musste? Die anderen haben es ja auch getan. Warum nimmt man gerade mich fest? Je besser es einem gelang, seine Untergebenen herabzudrücken, desto sicherer war seine Position. Ich sah, wie sich das Gesicht der Blockältesten veränderte, wenn sie mit einer Vorgesetzten sprach. Da war sie munter und liebenswürdig. Und dahinter spürte man ihre Furcht. Sie wusste, war sie einmal untergetaucht, half ihr keiner. Und eine andere an ihrer Stelle schlug weiter.
So schlug sie uns, weil sie oben bleiben wollte. Um jeden Preis. Nur unsere Herren konnten es sich leisten, Launen zu haben und sogar Rührung zu zeigen oder Mitleid und Pläne zu schmieden für die Zukunft. Der Lagerarzt Dr. Rode ließ mich in seiner Abteilung arbeiten. Er erfuhr, dass wir in der gleichen Stadt studiert hatten und fragte mich, ob wir einander nicht begegnet wären im Ritter, wo er manches Glas Wein getrunken hatte. Und ich dachte, schön, wenn du willst, so bestätige ich es dir. Und so erinnerte ich ihn an seine Jugend. Und er sagte, nach dem Krieg werden wir dort wieder beisammensitzen. Dr. Mengele sandte einer Schwangeren Blumen und die Frau des Kommandanten schickte mit einem Gruß eine selbstgestrickte Säuglingsjacke in die Kinderbaracke, wo es einem anderen eingefallen war, Zwerge auf die Wände malen zu lassen und eine Sandkiste aufzustellen. Mengele kam in seiner feschen Art. Freundlich nickte er den Kindern zu, die ihn Onkel nannten, ehe sie in seinem Laboratorium zerschnitten wurden. Doch da gab es auch einen, der hieß Flacke. In dessen Abteilung starb keiner an Hunger und dort gingen die Häftlinge in sauberen Kleidern. Herr Sanitätsdienstgrad, sagte ich zu ihm, für wen tun Sie das alles, was Sie hier tun? Einmal werden doch alle verschwinden müssen, denn es darf nicht einen einzigen Zeugen geben. Da sagte er, genügend werden unter uns sein, die das zu verhindern wissen. Sie wollen damit sagen, Frau Zeugin, dass es an jedem Einzelnen der Bewacher lag, sich gegen die Verhältnisse zu wehren und sie zu verändern. Eben das wollte ich sagen. Herr Zeuge. Sie waren als Arzt zur Seuchenbekämpfung angefordert worden. Gewannen Sie einen Einblick in die Zustände des Lagers? Gleich nach meiner Ankunft sagte der Chef des Laboratoriums zu mir, das ist alles neu für dich und halb so schlimm. Wir haben nichts mit der Liquidierung von Menschen zu tun und es geht uns auch nichts an. Wenn du nach 14 Tagen nicht mehr hierbleiben willst, kannst du wieder gehen. Mit dem Vorsatz, das Lager nach 2 Wochen zu verlassen, trat ich meine Arbeit an. Nach einigen Tagen schon befahl mir der Standortarzt Dr. Wirth, an Aussonderung auf der Rampe teilzunehmen. Als ich erklärte, dass ich da nicht mitmachen werde, sagte er, Sie haben dort nicht viel zu tun. Doch ich weigerte mich. Was geschah auf Ihre Weigerung hin? Es geschah nichts. Ich hatte bei den Selektionen nicht mitzuwirken. Frau Zeugin, Sie waren als Häftling in der politischen Abteilung. Erkennen Sie den Angeklagten Boger wieder? Dies ist Herr Boger. Frau Zeugin, wie viele Schreiberinnen waren in der Abteilung? Wir waren 16. Was hatten Sie zu tun? Wir hatten die Totenlisten zu führen. Das wurde Absetzen genannt. Wir mussten die Personalien, den Todestag und die Todesursachen eintragen. Die Eintragungen mussten mit absoluter Genauigkeit durchgeführt werden. Wenn etwas vertippt war, dann wurde Herr Broert furchtbar wütend. Wie waren die Karteien angeordnet? Da standen 2 Tische. Auf dem einen Tisch waren die Kästen mit den Nummern der Lebenden. Auf dem anderen die Kästen mit den Nummern der Toten. Dort konnten wir sehen, wie viele von einem Transport noch lebten. Von 100 lebten nach einer Woche nur noch ein paar Dutzend. Wurden hier alle Todesfälle, die innerhalb der Lager eintraten, verzeichnet? Nur Häftlinge, die eine Nummer erhalten hatten, wurden in den Büchern geführt. Diejenigen, die direkt von der Rampe ins Gas geschickt wurden, kamen in keinen Listen vor. Was für Todesursachen hatten Sie zu verzeichnen? Die meisten Todesursachen, die wir aufschrieben, waren fiktiv. Zum Beispiel durften wir nicht schreiben, auf der Flucht erschossen, sondern Herzschlag. Und statt Unterernährung schrieben wir Dysenterie.
Wir mussten dafür sorgen, dass nicht zwei Häftlinge zur selben Minute starben und dass die Todesursachen ihrem Alter entsprachen. Demnach durfte ein 20-Jähriger nicht an Herzmuskelschwäche sterben. In der ersten Zeit wurden noch Briefe an die Angehörigen geschrieben. Frau Zeugin, erinnern Sie sich an den Wortlaut dieser Briefe? Trotz aller medikamentöser Pflege ist es uns leider nicht gelungen, das Leben des Inhaftierten zu retten. Wir sprechen Ihnen zu diesem großen Verlust unser aufrichtigstes Beileid aus. Auf Wunsch kann Ihnen die Urne gegen Nachnahme von 15 Mark zugestellt werden. Befand sich in dieser Urne die Asche des Verstorbenen? In einer solchen Urne war die Asche von vielen Toten. Durch das Fenster konnten wir die Leichenhaufen vor dem alten Krematorium sehen. Sie wurden aus Lastwagen gekippt. Können Sie uns Zahlen nennen? Es fielen bis zu 300 Tote pro Tag an. Waren dabei Todesfälle, die durch unmittelbares Einwirken der politischen Abteilung entstanden? Täglich starben Häftlinge dort durch Misshandlung und Erschießung. Wie spielten sich die Verhöre in der politischen Abteilung ab? Woger begann die Vernehmungen stets sehr ruhig. Er ging nah an den Häftling heran und stellte die Fragen, die ich zu übersetzen hatte. Wenn der Häftling nicht antwortete, schüttelte Boger ein Schlüsselbund vor seinem Gesicht. Wenn der Häftling dann immer noch schwieg, schlug er ihm die Schlüssel ins Gesicht. Zum Schluss ging er noch dichter an ihn heran und sagte: Ich habe eine Maschine, die wird dich zum Sprechen bringen. Was war das für eine Maschine? Boger nannte sie die Sprechmaschine. Wo stand die Maschine? Im Nebenzimmer. Haben Sie die Maschine gesehen? Ja. Wie sah die Maschine aus? Es waren Stangen. Frau Zeugin, täuscht Sie nicht Ihr Gedächtnis? Es war ein Gestell, daran wurden Sie gehängt. Wir hörten die Schläge und das Schreien. Nach einer Stunde oder auch nach mehreren Stunden wurden Sie herausgetragen. Sie waren nicht mehr zu erkennen. Lebten Sie noch? Wer danach nicht tot war, konnte die nächsten Stunden kaum überleben. Einmal sah Boger, dass ich weinte. Er sagte: Hier müssen Sie Ihre persönlichen Gefühle ausschließen. Aus welchen Gründen wurden die Häftlinge dieser Bestrafung ausgesetzt? Manchmal, wenn einer ein Stück Brot gestohlen hatte oder wenn er dem Befehl zur schnelleren Arbeit nicht gleich nachgekommen war. Oft genügte es auch, wenn ein Spitzel den Betreffenden denunziert hatte. Es gab einen Spitzelbriefkasten, da konnten einfach Zettel eingeworfen werden. Wegen derartiger Lappalien wurde ich nie tätig. Wir hatten in der politischen Abteilung ausschließlich mit Widerstandshandlungen zu tun. Frau Zeugin, wie oft haben Sie gesehen, dass Häftlinge nach dem Herunternehmen von der Maschine starben? Mindestens 20 Mal. In mindestens 20 Fällen können Sie dafür bürgen, dass in Ihrer Gegenwart der Tod eingetreten ist? Ja. Frau Zeugin, haben Sie den Strafvollzug gesehen? Ja. Es entspricht der Wahrheit, dass die Zeugin bei uns Dolmetscherin war. Jedoch ist sie nie bei verschärften Vernehmungen zugege gewesen. Bei solchen Gelegenheiten waren überhaupt nie Damen dabei. Damen? Das kann ich heute wohl sagen. Frau Zeugin, haben Sie einen der hier anwesenden Angeklagten beim Austeilen von Schlägen gesehen? Ich sah Boger in Hemdsärmeln mit dem Schlaginstrument in der Hand. Und ich sah ihn oft blutig herauskommen. Einmal hörte ich, wie Broert zu Lachmann, einem Mitglied der politischen Abteilung, sagte: Weißt du, Gerhard, es hat gespritzt wie aus einem Biest. Dann gab er mir seinen Rock, dass ich ihn reinigte. Die Herren waren selbst immer auf Sauberkeit bedacht. Bogers Stiefel habe ich einmal putzen müssen. Was war da? Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter. Er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Boger aus der Tür.
Das Kind stand da mit dem Apfel. Boger ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er einen Apfel aß. Frau Zeugin, in den Voruntersuchungen ist von diesem Fall nie die Rede gewesen. Ich konnte nicht darüber sprechen. Warum nicht? Es hat persönliche Gründe. Können Sie uns die Gründe nennen? Ich habe seitdem nie mehr ein eigenes Kind haben wollen. Warum können Sie jetzt von dem Fall sprechen? Jetzt, wo ich ihn wiedersehe, muss ich es sagen. Angeklagter Boger, was haben Sie auf diese Beschuldigung zu erwidern? Das ist eine Erfindung, mit der die Zeugin schlecht das Vertrauen lohnt, das ich ihr damals habe zukommen lassen. Ich erinnere mich an einen Morgen im Frühjahr 1942. Da marschierte ein Zug Polizeihäftlinge nach vorn zur Baracke des früheren Postkontors, in dem die politische Abteilung eingerichtet worden war. Vorn gingen Häftlinge und trugen zwei Holzgestelle, ähnlich den Seitenstücken einer Hürde. Ihnen folgten Posten mit Maschinenpistolen sowie die Herren der Abteilung mit Aktenmappen und getrockneten, besonders präparierten Bullenschläuchen, wie sie zur Prügelstrafe verwendet wurden. Diese Hürden bildeten das Traggerüst der Schaukel. Herr Zeuge, woher haben Sie diese Kenntnisse? Es gab keinen Vorgang in unserem Lagerabschnitt, der uns unbekannt war. Von jedem der 28 Blocks aus war das gesamte Lager zu überblicken. Aus welchem Grund wurden Sie zum Verhör geholt? Ich war eingesetzt worden beim Bau der Entwässerungsanlage, die sich rings um die Außenlager zog. Dabei hatte ich einem Mithäftling geholfen, seine Mutter zu treffen, die im Frauenlager gefangen war. Der Häftling hieß Janicki. Er wurde in den Untersuchungsraum geführt. Anschließend wurde er auf den Korridor geworfen. Er lebte noch. Er öffnete den Mund, streckte die Zunge weit heraus. Er leckte den Fußboden vor Durst. Boger ging auf ihn zu und drehte ihm mit dem Stiefel den Kopf auf die andere Seite. Dann sagte er zu mir, jetzt kommst du dran und wenn du nicht die Wahrheit sagst, geschieht dir das Gleiche. Dann wurde ich auf die Schaukel gespannt. Herr Zeuge, beschreiben Sie diesen Vorgang. Der Häftling hatte sich mit angezogenen Knien auf den Boden zu setzen. Die Hände wurden ihm vorn gefesselt und über die Knie herabgedrückt. Die Stange wurde geholt und zwischen Unterarme und Kniekehlen geschoben. Dann wurde die Stange hochgehoben und auf das Gestell gelegt. Wer führte die Vorbereitungen aus? Zwei Funktionshäftlinge. Wer befand sich noch in dem Zimmer? Ich sah dort Boger, Broad und Dilewski. Boger stellte Fragen, aber ich konnte nicht antworten. Ich hing mit dem Kopf nach unten und die beiden Funktionshäftlinge torkelten mich hin und her. Was für Fragen wurden gestellt? Fragen nach weiteren Namen. Wurden Sie dabei geschlagen? Boger und Dilewski schlugen mich abwechselnd mit dem Ochsenzieher. Waren es nicht die Funktionshäftlinge, die schlugen? Ich sah dort Boger und Dilewski mit den Schläuchen in der Hand. Wohin schlugen Sie? Auf das Gesäß, den Rücken, die Schenkel, die Hände und Füße und auf den Hinterkopf. Vor allem waren die Geschlechtsteile den Schlägen ausgesetzt. Sie zielten besonders darauf. Dreimal wurde ich ohnmächtig und man übergoss mich mit Wasser. Angeklagter Boger, geben Sie zu, dass Sie diesen Zeugen misshandelt haben. Darauf gibt es nur ein klares und bestimmtes Nein. Bis heute habe ich Spuren davon. Aber nicht von mir. Angeklagter Boger, haben Sie Behandlungen an dem hier geschilderten Instrument vollzogen? In gewissen Fällen hatte ich sie anzuordnen. Ausgeführt wurde die Strafe von den Funktionshäftlingen unter meiner Aufsicht. Wenn der Häftling gestanden hatte, wurde die Bestrafung sofort eingestellt. Und wenn der Häftling nicht gestand? Dann wurde geschlagen, bis Blut kam. Da war Schluss. Der Zweck der verschärften Vernehmung war erreicht, wenn das Blut durch die Hose lief. Herr Zeuge, es wurde berichtet, dass niemand die Behandlung auf der Schaukel überstehen konnte. Allem Anschein nach war diese Behauptung übertrieben. Als ich von der Schaukel genommen wurde, sagte Boger zu mir, jetzt haben wir dich zur fröhlichen Himmelfahrt vorbereitet.
Ich wurde in eine Zelle des Blocks 11 gebracht und erwartete dort stündlich meine Erschießung. Die meiste Zeit lag ich bewusstlos. Dann wurde ich zusammen mit einer größeren Gruppe hinaufgeführt in den Waschraum. Wir mussten uns ausziehen und unsere Nummern wurden uns mit Blaustift auf die Brust geschrieben. Ich wusste, dass dies das Todesurteil war. Als wir nackt in einer Reihe standen, kam der Rapportführer und fragte, wie viele Häftlinge er als erschossen abbuchen sollte. Da zeigte es sich, dass einer zu viel war. Ich hatte es gelernt, mich immer als Letzter anzustellen. So erhielt ich einen Tritt und bekam meine Kleider zurück. Es war also doch möglich, dies zu überleben. Es kam vor, dass einer überleben sollte. Und zu diesen wenigen gehörte ich. Sie töteten nicht aus Hass und nicht aus Überzeugung. Sie töteten nur, weil sie töten mussten. Und dies war nicht der Rede wert. Nur wenige töteten aus Leidenschaft. Zu diesen gehörte Burger. Ich habe Häftlinge gesehen, als sie zu Burger gerufen wurden, und ich habe sie gesehen, als sie wiederkamen. Und als sie zur Erschießung geholt wurden, habe ich Burger mit Stolz sagen hören, diese Leute sind von mir. Einmal wurde ein angeschossener Häftling ins Krankenrevier eingeliefert mit Burgers Befehl. Der muss gerettet werden, damit man ihn aufhängen kann. Der Häftling starb aber schon vorher. Angeklagter Burger, ist Ihnen dieser Fall bekannt? Ich habe gesagt, er muss gerettet werden, damit er vernommen werden kann. Sollte er dann gehängt werden? Das ist möglich, aber das lag außerhalb meiner Zuständigkeit. Burger und Kaduk führten eigenhändig Erhängungen aus. Einmal sollten 12 Häftlinge als Repressalie für die Flucht eines Gefangenen hingerichtet werden. Burger und Kaduk legten ihnen die Schlinge über den Kopf. Herr Zeuge, woher wissen Sie das? Wir standen auf dem Appellplatz und mussten zusehen. Wo befand sich der Galgen? Auf dem Platz vor der Lagerküche, gleich rechts, wenn man vom Eingangstor zum Hauptweg gekommen war. Wie sah der Galgen aus? Es waren 3 Pfähle mit einer Eisenschiene darüber. Die Häftlinge schrien irgendetwas. Burger und Kaduk waren außer sich vor Wut. Sie traten sie mit ihren Stiefeln und ohrfeigten sie. Dann hängten sie sich an die Füße der Häftlinge und zogen sie ruckweise nach unten. Mir ist von diesem Vorfall erinnerlich, dass sich einer der Delinquenten aus den Fesseln befreite, als er weisungsgemäß unter verschärften Sicherheitsmaßnahmen zur Exekution geführt wurde. Der Betreffende warf sich auf mich und brach mir dabei eine Rippe. Der Mann wurde dann überwältigt, die Fesselung wurde wieder vollzogen und ich habe das Urteil verlesen. Es wurde kein Urteil verlesen. Die Verlesung war vielleicht schwer zu verstehen, weil die Häftlinge brüllten. Was brüllten die Häftlinge? Sie ließen politische Agitationen verlauten. Welcher Art? Sie hetzten die Häftlinge gegen uns auf. Wie verhielten sich die zusehenden Häftlinge? Es waren dort keine Zwischenfälle zu beobachten. Das Urteil wurde vollstreckt, wie alle Urteile vollstreckt wurden. Herr Zeuge, war der Kommandant des Lagers zugegen oder sein Adjutant? Bei öffentlichen Hinrichtungen waren immer höhere Offiziere anwesend. Sie trugen weiße Handschuhe zu diesem Anlass. Ob der Adjutant in diesem Fall dabei war, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Herr Zeuge, erkennen Sie den Adjutanten des Lagers zwischen den Angeklagten wieder? Dies ist Mulka. Angeklagter Mulka, haben Sie dieser Erhängung oder irgendeiner anderen Erhängung beigewohnt? Ich habe mit keiner Tötung, gleich welcher Art, irgendetwas zu tun gehabt. Haben Sie von diesbezüglichen Befehlen gehört oder dieselben weitergegeben? Ich habe wohl von solchen Befehlen gehört, selbst aber habe ich sie nicht weitergegeben. Wie verhielten Sie sich gegenüber solchen Befehlen? Ich habe mich gehütet, höherenorts Fragen vorzubringen nach der Rechtmäßigkeit mir zu Ohren gekommener Gefangenentötung. Schließlich hatte ich die Verantwortung für meine Familie und für mich selber zu tragen. Angeklagter Mulka, haben Sie den Galgen gesehen? Wie bitte?
ob Sie den Galgen gesehen haben? Nein, ich hielt mich nur in meinem Büro oder in den Amtsräumen der Verwaltung auf. Bestand von dort keine Einsicht in das Lager? Nicht, dass ich wüsste. Herr Zeuge, können Sie uns die Lage der Außengebäude im Verhältnis zum Straflager schildern? Von allen rückwärtigen Fenstern der Verwaltungsgebäude war das Lager einzusehen. Unmittelbar hinter ihnen erhoben sich die Betonpfeiler mit dem elektrisch geladenen Stacheldraht. 10 Meter davon entfernt lag der erste Block. Unmittelbar dahinter lagen die weiteren Blocks in 3 Reihen, höchstens 10 Meter voneinander getrennt. Die Sicht auf die Längsstraßen war unbehindert. Angeklagter Mulka, Sie wohnten in unmittelbarer Nähe des Lagers. In der Lagerordnung heißt es, dass Sie den Kommandanten über alle Vorkommnisse zu unterrichten und alle geheimen Verschlusssachen zu bearbeiten, sowie die Wachmannschaften weltanschaulich zu schulen hatten. Waren Ihnen in dieser Stellung nicht die im Lager auszuführenden Bestrafungen bekannt? Hatten Sie nie die Gründe der Erhängungen und Erschießungen zu untersuchen? Es war nicht meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Was hatten Sie denn als Adjutant des Lagerkommandanten für Aufgaben? Ich habe Preise kalkuliert, Arbeitskräfte eingeteilt und Personalien bearbeitet. Außerdem hatte ich den Kommandanten zu Empfängen zu begleiten und die Ehrenkompanie zu führen. Wann kam das vor? Bei festlichen Anlässen oder bei Beerdigungen. Da wurde eine Trauerparade abgehalten. Bei wessen Beerdigung? Beim Ableben irgendeines Offiziers. Erfuhren Sie nichts davon, dass täglich 100 bis 200 Menschen starben? Ich kann mich nicht erinnern, fortlaufende Stärkemeldungen gesehen zu haben. Am Tage gab es so 10 bis 15 Abgänge, aber Zahlen von der Größe, wie sie hier genannt werden, habe ich damals nicht gehört. Angeklagter Mulka, wussten Sie von den Massentötungen in den Gaskammern? Davon war mir nichts bekannt. Ist Ihnen nicht der Rauch aus den Schornsteinen der Krematorien aufgefallen, der noch kilometerweit zu sehen war? Es war ja ein großes Lager mit einem natürlichen Abgang. Da wurden die Toten eben verbrannt. Ist Ihnen der Zustand der Häftlinge nicht aufgefallen? Es war ein Straflager, da waren die Leute nicht zur Erholung. Hatten Sie kein Interesse daran zu erfahren, wie die Häftlinge untergebracht waren? Ich habe darüber keine Klagen gehört. Sprachen Sie nie mit dem Kommandanten des Lagers über die Vorkommnisse? Nein, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Wozu diente Ihrer Ansicht nach das Lager? In einem Schutzhaftlager sollten Staatsfeinde zu einer anderen Denkungsweise erzogen werden. Es war nicht meine Aufgabe, dies in Frage zu stellen. Wussten Sie, was die Bezeichnung Sonderbehandlung bedeutete? Das war eine geheime Reichssache, davon konnte ich nichts wissen. Wer darüber etwas äußerte, war mit dem Tod bedroht. Sie wussten aber doch davon. Darauf kann ich keine Antwort geben. Auf welche Weise betreuten Sie die Truppen? Da gab es Theater und Kino und bunte Abende. Das war ein Herr Knittel, der das machte. Der hielt auch die Schulungsabende für die Offiziere. Wie konnte der das denn? Er war ein Studienrat. Und wenn ich recht unterrichtet bin, ist er zurzeit Studiendirektor irgendwo. Die Machtfülle eines jeden im Lagerpersonal war unbegrenzt. Es stand jedem frei, zu töten oder zu begnadigen. Der Lagerarzt Dr. Flage duldete es, dass ich die Krankenkarten einzelner, schon ausgesonderter Häftlinge an mich nahm und sie so vor dem Tod bewahren konnte. Er zeigte mir, dass es möglich gewesen wäre, auf die Maschinerie einzuwirken, wenn es mehr gegeben hätte von seiner Art. Herr Zeuge, hatten Sie als Häftlingsarzt Einfluss auf Leben und Tod der bei Ihnen eingelieferten Kranken? Ich konnte hier und da ein Leben retten. Mussten Sie andererseits auch Kranke zur Tötung aussondern? Auf die angeforderte Schlusszahl hatte ich keinen Einfluss. Sie wurde von der Lagerverwaltung bestimmt. Jedoch hatte ich die Möglichkeit, die Listen zu bearbeiten. Nach welchen Grundsätzen unterschieden Sie, wenn Sie zwischen 2 Kranken zu wählen hatten? Wir hatten uns zu fragen, wer der Prognose nach die größere Chance hatte, die Krankheit zu überstehen. Und dann die viel schwierigere Frage, wer könnte wertvoller und nützlicher sein für die internen Angelegenheiten der Häftlinge? Gab es besonders Bevorzugte?
Natürlich hielten die politischen Aktiven untereinander zusammen und stützten und halfen einander, soweit sie konnten. Da ich der Widerstandsbewegung im Lager angehörte, war es selbstverständlich, dass ich alles tat, um vor allem die Kameraden am Leben zu erhalten. Was konnte die Widerstandsbewegung im Lager leisten? Die Hauptaufgabe des Widerstands bestand darin, eine Solidarität aufrechtzuerhalten. Sodann dokumentierten wir die Ereignisse im Lager und vergruben unsere Beweisstücke in Blechbüchsen. Hatten Sie Kontakt mit Partisanengruppen oder andere Verbindungen zur Außenwelt? Die in den Industrien arbeitenden Häftlinge konnten hin und wieder Beziehungen zu Partisanengruppen aufnehmen. Und sie erhielten Meldungen über die Lage auf den Kriegsschauplätzen. Wurden Vorbereitungen zu einem bewaffneten Aufruhr getroffen? Es gelang später, Sprengstoff einzuschmuggeln. Wurde das Lager jemals von innen oder von außen angegriffen? Außer einem missglückten Aufstand des Sonderkommandos der Krematorien im letzten Kriegswinter kam es zu keinen aktiven Handlungen. Auch von außen her wurden keine solchen Versuche unternommen. Haben Sie durch Ihre Verbindungsleute Hilfe angefordert? Es wurden immer wieder Nachrichten über die Zustände im Lager abgegeben. Und welche Resultate erhofften Sie auf diese Nachrichten hin? Wir hofften auf einen Angriff aus der Luft, auf die Gaskammern oder auf eine Bombardierung der Zufahrtsstrecken. Herr Zeuge, woher nahmen Sie Ihren Widerstandswillen? Nachdem Sie sahen, dass Sie von jeglicher militärischen Hilfe im Stich gelassen wurden? In Anbetracht der Lage war es Widerstand genug, wachsam zu bleiben und nie den Gedanken aufzugeben, dass eine Zeit kommen würde, in der wir unsere Erfahrungen aussprechen könnten. Herr Zeuge, wie verhielten Sie sich dem Eid gegenüber, den Sie als Arzt geschworen hatten? Wir protestieren gegen diese Frage, mit der die Verteidigung den Zeugen mit den Angeklagten gleichzustellen versucht. Die Angeklagten töteten aus freiem Willen. Der Zeuge musste notgedrungen der Tötung beiwohnen. Ich möchte Folgendes antworten. Diejenigen unter den Häftlingen, die durch eine Sonderstellung einen Aufschub des eigenen Todes erreicht hatten, waren den Beherrschern des Lagers schon einen Schritt entgegengegangen. Um sich die Möglichkeit des Überlebens zu erhalten, waren sie gezwungen, einen Anschein von Zusammenarbeit zu wecken. Auch wir Häftlinge, vom Prominenten bis hinab zum Sterbenden, gehörten dem System an. Der Unterschied zwischen uns und dem Lagerpersonal war geringer als unsere Verschiedenheit von denen, die draußen waren. Herr Zeuge, wollen Sie damit sagen, dass es ein Verständnis gab zwischen der Verwaltung und dem Häftling? Wenn wir mit Menschen, die nicht im Lager gewesen sind, heute über unsere Erfahrungen sprechen, ergibt sich für diese Menschen immer etwas Unvorstellbares. Und doch sind es die gleichen Menschen, wie sie dort Häftling und Bewacher waren. Indem wir in solch großer Anzahl in das Lager kamen und indem uns andere in großer Anzahl dorthin brachten, müsste der Vorgang auch heute noch begreifbar sein. Viele von denen, die dazu bestimmt wurden, Häftlinge darzustellen, waren aufgewachsen unter denselben Begriffen wie diejenigen, die in die Rolle der Bewacher gerieten. Sie hatten sich eingesetzt für die gleiche Nation und für den gleichen Aufschwung und Gewinn. Und wären sie nicht zum Häftling ernannt worden, hätten auch sie einen Bewacher abgeben können. Wir müssen die erhabene Haltung fallen lassen, dass uns diese Lagerwelt unverständlich ist. Wir kannten alle die Gesellschaft, aus der das Regime hervorgegangen war, das solche Lager erzeugen konnte. Diese Art von Theorien, in denen ein schiefes ideologisches Bild gezeichnet wird, lehnen wir auf das Bestimmteste ab. Die meisten, die auf der Rampe ankamen, fanden allerdings nicht mehr die Zeit, sich ihre Lage zu erklären. Verstört und stumm gingen sie den letzten Weg und ließen sich töten, weil sie nichts verstanden. Wir nennen sie Helden, doch ihr Tod war sinnlos. Wir sehen sie vor uns, diese Millionen, im Scheinwerferlicht und das Schimpf und Hundegekläff. Und die Außenwelt fragt heute, wie es möglich war, dass sie sich so vernichten ließen. Wir, die noch mit diesen Bildern leben, wissen, dass Millionen wieder so warten können angesichts ihrer Zerstörung. Und dass diese Zerstörung an Effektivität die alten Einrichtungen um das Vielfache übertrifft. Herr Zeuge, waren Sie schon vor Ihrer Einlieferung in das Lager politisch tätig gewesen? Ja. Es war unsere Stärke, dass wir wussten, warum wir hier waren. Frau Zeugin,
Sie verbrachten einige Monate im Frauenblock Nummer 10, in dem medizinische Experimente vorgenommen wurden. Was können Sie uns darüber berichten? Frau Zeugin, es ist uns verständlich, dass Ihnen die Aussage schwerfällt und dass Sie lieber schweigen möchten. Aber wir bitten Sie, Ihr Gedächtnis nach allem zu erforschen, was Licht wirft auf die Vorkommnisse, die hier zur Behandlung stehen. Wir waren dort etwa 600 Frauen. Professor Klauberg leitete die Untersuchungen. Die übrigen Ärzte des Lagers erstellten das Menschenmaterial. Wie gingen die Versuche vor sich? Frau Zeugin, leiden Sie an Gedächtnisstörungen? Ich bin seit dem Aufenthalt im Lager krank. Wie äußert sich Ihre Krankheit? Schwindelanfälle und Übelkeit. Kürzlich in der Toilette musste ich erbrechen, da roch es nach Chlor. Chlor wurde über die Leichen geschüttet. Ich kann mich nicht in verschlossenen Räumen aufhalten. Keine Gedächtnisschwächen? Ich möchte vergessen. Aber ich sehe es immer wieder vor mir. Ich möchte die Nummer an meinem Arm entfernen lassen. Im Sommer, wenn ich ärmellose Kleider trage, starren die Leute darauf. Frau Zeugin, fühlen Sie sich noch immer verfolgt? Frau Zeugin, an was für Versuche erinnern Sie sich? Da waren Mädchen im Alter von 17 bis 18 Jahren. Sie waren zwischen den gesundesten Häftlingen ausgesucht worden. An ihnen wurden Experimente mit Röntgenstrahlen durchgeführt. Was waren das für Experimente? Die Mädchen wurden vor den Röntgenapparat gestellt. Je eine Platte wurde an ihrem Bauch und an ihrem Gesäß befestigt. Die Strahlen wurden auf den Eierstock gerichtet, der so verbrannt wurde. Dabei entstanden am Bauch und am Gesäß schwere Brandwunden und Geschwüre. Was geschah mit den Mädchen? Innerhalb von 3 Monaten wurden mehrere Operationen an ihnen vorgenommen. Was waren das für Operationen? Die Eierstöcke und die Geschlechtsdrüsen wurden ihnen entfernt. Starben die Patientinnen? Wenn sie nicht im Verlauf der Behandlung starben, so starben sie bald danach. Nach ein paar Wochen hatten sich die Mädchen völlig verändert. Sie erhielten das Aussehen von Greisinnen. Frau Zeugin, war einer der hier anwesenden Angeklagten an den Operationen beteiligt? Alle Ärzte begegneten einander täglich in ihren Quartieren. Es ist anzunehmen, dass sie zumindest über die Vorkommnisse unterrichtet waren. Wir wenden uns mit äußerstem Nachdruck gegen derartige Behauptungen. Die Tatsache, dass sich unsere Mandanten in der Nähe der hier erwähnten Vorkommnisse aufhielten, braucht sie noch nicht zu Mitwissern zu machen. Frau Zeugin, was für Eingriffe wurden sonst noch vorgenommen? Wir sind der Ansicht, dass die Zeugin aufgrund ihres Gesundheitszustandes nicht in der Lage ist, dem Gericht glaubwürdige Antworten zu geben. Frau Zeugin, können Sie dem Gericht andere Versuche schildern, bei denen Sie zugegen gewesen sind? Mit einer Spritze, auf die zur Verlängerung eine Kanüle aufgesetzt worden war, wurde eine Flüssigkeit in die Gebärmutter gedrückt. Was war das für eine Flüssigkeit? Es war eine zementartige Masse, die einen brennenden, wehenartigen Schmerz erzeugte und eine Empfindung, als müsse der Bauch platzen. Die Frauen konnten sich nur zusammengekrümmt zum Röntgentisch begeben, wo eine Aufnahme gemacht wurde. Was sollte mit der Einspritzung bezweckt werden? Der Eileiter sollte durch die Verklebung empfängnisunfähig gemacht werden. Wurden diese Eingriffe am selben Patienten wiederholt? Im Abstand von 3 bis 4 Wochen konnte der Vorgang mehrmals wiederholt werden. Die meisten Todesfälle entstanden durch Entzündung der Gebärmutter oder des Bauchfells. Frau Zeugin, geben Sie dem Gericht diese Angaben aus zweiter Hand oder aus eigenem Wissen wieder? Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Was bewahrte Sie vor einer Erkrankung mit tödlichem Ausgang? Die Räumung des Lagers.
Frau Zeugin, ist Ihnen der Name Lilli Tofler bekannt? Ja, Lilli Tofler war ein ausgesprochen hübsches Mädchen. Sie war verhaftet worden, weil sie einem Häftling einen Brief geschrieben hatte. Beim Versuch, dem Häftling den Brief zuzuschmuggeln, war dieser gefunden worden. Lilli Tofler wurde vernommen. Sie sollte den Namen des Häftlings nennen. Boger leitete die Verhöre. Auf seinen Befehl wurde sie in den Bunkerblock gebracht. Dort musste sie sich viele Male nackt zur Wand stellen und es wurde getan, als sollte sie erschossen werden. Man gab die Kommandos zum Schein. Zum Schluss flehte sie auf den Knien, man möge sie erschießen. Wurde sie erschossen? Ja. Frau Zeugin, wissen Sie, was in dem Brief stand? Lilli Tofler fragte in dem Brief, ob es Ihnen möglich sein könnte, jemals weiterzuleben, nach den Dingen, die Sie hier gesehen hatten und von denen Sie wüssten. Frau Zeugin, woher haben Sie diese Kenntnisse? Ich war mit Lilli Tofler befreundet. Sie hatte mir von diesem Brief erzählt. Später sah ich den Brief. Ich arbeitete im Standesamt des Lagers. Da lief die Todesbescheinigung Lilli Toflers ein. Der Brief war beigefügt. Kannten Sie den Häftling, an den der Brief gerichtet war? Ja. Verriet Lilli Tofler seinen Namen? Nein. Die Häftlinge mussten auf dem Appellplatz antreten. Und Lilli sollte ihren Freund denunzieren. Ich erinnere mich noch genau, wie sie vor ihm stand, ihm kurz in die Augen sah und sofort weiterging, ohne ein Wort zu sagen. Die Häftlinge standen auf der Straße und auf allen Wegen zwischen den Blocks. Lilli Tofler wurde an ihnen entlang geführt. Ich las an diesem Tag auch, was auf dem Dach der Küche stand. Da war mit großen Lettern geschrieben: Es gibt einen Weg zur Freiheit, seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Sauberkeit, Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Liebe zum Vaterland. Wurde der Häftling, an den der Brief gerichtet war, nie entdeckt? Nein. Herr Zeuge, Sie waren damals Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe des Lagers. Ich wusste vom Lager nur, dass es sich um ein großes Industriegebiet handelte, in dessen verschiedenen Zweigen Häftlinge als Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Herr Zeuge, welcher dieser Industrien unterstand Ihre Abteilung? Wir gehörten zu den Buna-Werken der IG Farben. Wir arbeiteten alle auf Kriegswirtschaft. War Ihnen bekannt, dass die Häftlinge bei der Errichtung dieser Industrien als Arbeitskräfte einkalkuliert waren? Ja, natürlich. Zahlten die Industrien Löhne? Selbstverständlich. Für die Häftlingsarbeiter? Nach bestimmten Tarifen. Was waren das für Tarife? Für einen Facharbeiter wurden 4 Mark pro Tag gezahlt, für einen ungelernten Arbeiter 3 Mark. Wie lang war ein Arbeitstag? 11 Stunden. An wen wurde der Lohn ausgezahlt? An die Lagerverwaltung. War Ihnen nicht bekannt, dass die Häftlinge bis zum Äußersten verbraucht und dann getötet wurden? Ich habe mich immer bemüht, mehr für die Häftlinge zu tun, als mir zustand. Ich litt darunter zu sehen, wie die Häftlinge, die bei uns verpflichtet waren, täglich die kilometerweiten Strecken von ihren Baracken zu den Arbeitslagern zu Fuß zurücklegen mussten. Ich nützte die höchste Dringlichkeitsstufe aus, um darauf zu pochen, dass die in unserem Bereich beschäftigten Arbeitskommandos besser verpflegt wurden und festes Schuhwerk bekamen. Wie viele Häftlinge arbeiteten in Ihrem Betrieb? 500 bis 600. Fiel Ihnen nicht ein starker Wechsel in den Kommandos auf? Ich bemühte mich darum, meine Leute zu behalten. Haben Sie von Misshandlungen gehört? Gehört, ja. Was haben Sie gehört? Ich habe gehört, dass Sie geschlagen wurden. Von wem? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gesehen. Ich habe es nur gehört. Herr Zeuge, wussten Sie von den Vernichtungsaktionen? Wenn man 3 Jahre dort war, sickerte natürlich das eine und das andere durch. Da wusste man schon, was los war. Aber als ich dann später die ersten Zahlen hörte, da habe ich das überhaupt nicht begriffen. Haben Sie selbst keine dieser Transporte gesehen? Höchstens ein paar Mal. Kennen Sie die Angeklagten hier in diesem Saal? Einen Teil der Herren kenne ich, besonders die Führer unter Ihnen. Wir trafen im Rahmen des rein gesellschaftlichen Verkehrs im Führerheim zusammen. Herr Zeuge, Sie sind heute Ministerialrat. Trafen Sie diese Herren auch nach dem Kriege wieder, nachdem die meisten von Ihnen ins Zivilleben zurückgekehrt waren? Dem einen oder dem anderen mag ich begegnet sein. Kamen Sie bei dieser Gelegenheit nicht auf die damaligen Geschehnisse zu sprechen? Herr Staatsanwalt, es ging uns schließlich allen darum, den Krieg zu gewinnen. Das Gericht hat als Zeugen einberufen 3 ehemalige Leiter der mit dem Lager zusammenarbeitenden Industrien. Nur ein ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender hat sich eingefunden, Herr Zeuge.
stehen Sie heute noch in Zusammenarbeit mit den Industrien, die damals Häftlinge bei sich beschäftigten? Wir protestieren gegen diese Frage, die keinen anderen Zweck hat, als das Vertrauen in unsere Industrie zu untergraben. Ich bin nicht mehr aktiv im Geschäftsleben tätig. Nehmen Sie eine Ehrenrente dieser Industrien entgegen? Ja. Beläuft sich diese Rente auf 300.000 Mark im Jahr? Wir widersprechen dieser Frage. Herr Zeuge, Sie waren von der Industrieseite aus unmittelbar für die Anstellung der Häftlingsarbeiter verantwortlich. Was ist Ihnen bekannt über die Vereinbarungen zwischen der Industrie und dem Lager betreffend der Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren? Darüber ist mir nichts bekannt. Dem Gericht liegen Wochenberichte vor, in denen die Rede ist von Häftlingen, die von der Industrie als zu schwach für die Arbeit befunden wurden. Davon ist mir nichts bekannt. Ist Ihnen nicht der körperliche Zustand der Häftlinge aufgefallen? Ich persönlich habe mich immer gegen die Anstellung dieser Arbeitskräfte gewehrt, die sich zumeist aus asozialen oder politisch unzuverlässigen Elementen zusammensetzt. Das Gericht ist im Besitz von Schreiben, in denen die segensreiche Freundschaft zwischen der Lagerverwaltung und der Industrie erwähnt wird. Ich hatte nur meine Pflicht zu tun und dafür zu sorgen, dass die Forderungen der Reichsbehörden erfüllt wurden. Herr Zeuge, lassen Sie es uns deutlich aussprechen und damit die Aussagen bestätigen, in denen ein früherer Zeuge auf das System der Ausbeutung hinwies, das für das Lager galt. Sie, Herr Zeuge, und andere Direktoren großer Konzerne erreichten durch unbegrenzten Menschenverschleiß Jahresumsätze von mehreren Milliarden. Wir protestieren. Wir fordern das Gericht auf, diese Diffamierungen zu Protokoll zu nehmen. Wir rufen als Zeugen auf den Häftling, an den Lilli Tofler den erwähnten Brief gerichtet hatte. Herr Zeuge, wie gelang es Ihnen zu überleben? Ein paar Tage nach Ihrer Einlieferung in den Bunker wurde auch ich dorthin überführt. Ich glaubte, Lilli habe mich verraten. Aber ich war nur zusammen mit anderen als Geisel festgenommen worden. Ich hörte dort, dass Lilli sich jeden Morgen und jeden Nachmittag eine Stunde lang in den Waschraum stellen müsse. Boger drückte ihr während dieser Zeit eine Pistole an die Schläfe. Dies dauerte 4 Tage. Dann wurde ich zusammen mit 50 Häftlingen zur Erschießung geholt. Die ganze Zeit glaubte ich, man wisse, dass der Brief an mich gerichtet gewesen war. Wir mussten uns ausziehen und im Korridor aufstellen. Ich sah, wie der Schreiber auf der Liste hinter meiner Nummer ein Kreuz machte. Papiermäßig war ich bereits tot. Die Häftlinge wurden in den Hof gebracht und erschossen. Nur 2 wurden aus irgendeinem Grund zurückgehalten. Einer der beiden war ich. Ich drückte mich noch im Flur herum, als plötzlich der Bunker Jakob kam und mich in den Hof zog. Ich glaubte, nun auch erschossen zu werden. Aber Jakob zeigte mir nur den Haufen der toten Kameraden. Obenauf lagen die beiden Häftlinge, die den Brief ins Lager geschmuggelt hatten. Etwas weiter abseits lag Lilli mit 2 Herzschüssen. Ich fragte Jakob, wer sie erschossen habe. Er sagte Boger. Angeklagter Boger, wollen Sie noch etwas sagen? Nein, danke. Frau Zeugin, woher stammte diese Lilli Tofler? Das ist mir nicht bekannt. Wie war ihr Wesen? Jedes Mal, wenn ich Lilli traf und sie fragte, wie geht es dir, Lilli, sagte sie, mir geht es immer gut. Der Angeklagte Stark
war unser Vorgesetzter im Aufnahmekommando. Ich war dort als Schreiber tätig. Stark war damals 20 Jahre alt. In seinen freien Stunden bereitete er sich zur Reifeprüfung vor. Um seine Kenntnisse zu überprüfen, wandte er sich gern mit Fragen an die Häftlingsabiturienten. Angeklagter Stark, wie kamen Sie ins Lager? Ich wurde zusammen mit einer Gruppe von Unterscharführern angefordert. Wirkten Sie sofort als Blockführer? Dafür waren wir vorgesehen und dort wurden wir eingesetzt. Waren Sie für diese Tätigkeit vorbereitet worden? Wir hatten die Führerschule hinter uns. Was hatten Sie in der Aufnahmeabteilung zu tun? Ich hatte mich bereitzuhalten, wenn Transporte angekündigt waren. Die Häftlinge traten an zum Zählen und zur Übergabe einer Nummer. Damals wurden die Nummern noch nicht eintätowiert. Jeder Häftling bekam seine Nummer in dreifacher Ausfertigung auf Karton. Eine Nummer blieb bei ihm, eine kam zu den Effekten, eine zu den Wertsachen. Seine Pappnummer musste der Häftling aufbewahren, bis er eine Stoffnummer bekam. Nach der Aufnahme waren die Häftlinge für mich erledigt. Angeklagter Stark, waren Sie bei allen ankommenden Transporten zugegen? Befehlsmäßig hatte ich dort zu sein. Was war Ihre Aufgabe bei der Ankunft der Transporte? Ich war dort nur für den Schriftverkehr verantwortlich. Was bedeutet das? Ein Teil der Häftlinge wurde verlegt, die hatte ich einzubuchen. Und die anderen? Die anderen wurden überstellt. Worin bestand der Unterschied? Die Häftlinge, die verlegt wurden, kamen ins Lager. Die überstellten Häftlinge wurden nicht aufgenommen und nicht erfasst. Das ist der Unterschied zwischen Verlegung und Überstellung. Was geschah mit den überstellten Häftlingen? Sie wurden sofort zur Vernichtung ins kleine Krematorium eingeliefert. Die Listen wurden verglichen und die Namen abgehakt. Dann mussten wir mit den Leuten im kleinen Krematorium einrücken. Wir kannten genau Starks Verhalten, wenn er von einer Tötung kam. Da musste alles sauber und ordentlich in der Stube sein. Und mit Handtüchern hatten wir die Fliegen zu verjagen. Wehe, wenn er jetzt eine Fliege entdeckte. Dann war er außer sich vor Zorn. Noch ehe er sich die Feldmütze abnahm, wusch er sich die Hände in einer Schüssel, die der Kalfaktor auf den Schemel gleich neben der Eingangstür gestellt hatte. Wenn er sich die Hände gewaschen hatte, zeigte er auf das schmutzige Wasser und der Kalfaktor musste laufen und frisches Wasser holen. Dann gab er uns seine Jacke zum Säubern und wusch sich noch einmal Gesicht und Hände. Mein ganzes Leben lang sehe ich Stark. Immer Stark. Ich höre, wie er ruft. Los, rein, ihr Schweinehunde. Und da mussten wir hinein in die Kammer. In welche Kammer? In die Leichenkammer des alten Krematoriums. Da lagen mehrere hundert Männer, Frauen und Kinder, wie Pakete. Auch Kriegsgefangene waren darunter. Los, Leichen ausziehen, rief Stark. Ich hatte noch nie einen Toten gesehen. Ich blieb stehen. Er schlug Stark auf mich ein. Hatten die Toten Schusswunden? Nein, die Menschen waren vergast worden. Sie lagen steif übereinander. Manchmal zerrissen die Kleider, da wurden wir wieder geschlagen. Mussten die Menschen sich nicht vorher ausziehen? Das war später. In den neuen Krematorien, da gab es Auskleideräume. Wie sah das alte Krematorium aus? Es war ein Betonbau mit einem dicken viereckigen Schornstein. Die Wände waren durch schräge Erdanschüttungen verdeckt. Der Leichenraum war etwa 20 Meter lang, 5 Meter breit. Er war durch eine kleine Vorkammer zu erreichen. Vom Leichenraum führte eine Tür zum ersten Verbrennungsofen und eine weitere Tür zur Halle mit den beiden anderen Öfen. Angeklagter Stark, wie groß waren die Gruppen der Menschen, die Sie zur Tötung abzuführen hatten? Im Durchschnitt 150 bis 200 Stück. Waren Frauen und Kinder darunter? Ja. Fanden Sie es richtig, dass Frauen und Kinder zu diesen Transporten gehörten? Ja, damals bestand eben die Sippenhaftung. Angeklagter Stark, im Herbst 1941 wurden große Mengen sowjetischer Kriegsgefangener in das Lager eingeliefert. Unseren Protokollen nach waren Sie zuständig für die Bearbeitung dieser Kontingente. Ich hatte mit diesen Transporten nur Auftragsmäßiges zu tun. Was bedeutet Auftragsmäßiges? Ich hatte sie lediglich abzuführen und ihre Karteikarten mit dem Vermerk des Erschießungsbefehls entgegenzunehmen. Des Weiteren hatte ich ihre Erkennungsmarken abzubrechen und die Nummern in der Kartei zu verwahren. Welcher Grund war für die Erschießung der Kriegsgefangenen angegeben worden? Es handelte sich um die Vernichtung einer Weltanschauung. Mit ihrer fanatischen politischen Einstellung gefährdeten diese Gefangenen die Sicherheit des Lagers. Wo wurden die Erschießungen ausgeführt? Im Hof von Block 11. Nahmen Sie an Erschießungen teil? In einem Fall ja. Wie ging das vor sich? Die Leute waren verlesen worden und
Die Formalitäten waren erledigt. Sie wurden nacheinander in den Hof geführt. Es war schon ziemlich am Ende. Da sagte Grabner, hier macht er stark weiter. Vorher hatten die anderen Blockführer abwechselnd geschossen. Wie viel haben Sie erschossen? Das weiß ich nicht mehr. Waren es mehr als einer? Ja. Mehr als zwei? Vier bis fünf werden es schon gewesen sein. Sträubten Sie sich nicht, an den Erschießungen teilzunehmen? Es war ja Befehl. Ich hatte hier als Soldat zu handeln. Hatten Sie mit noch anderen Erschießungen zu tun? Nein, ich kam dann auf Urlaub, um mein Schulstudium zu beenden. Wann traten Sie Ihren Urlaub an? Im Dezember 1941. Wann brachten Sie Ihr Schulstudium zum Abschluss? Im Frühjahr 1942 erlegte ich die Reifeprüfung. Angeklagter Stark, wirkten Sie mit bei den ersten Vergasungen, die Anfang September 1941 probeweise an sowjetischen Kriegsgefangenen vorgenommen wurden? Nein. Angeklagter Stark, im Herbst und Winter 1941 begannen die Massenvernichtungen von sowjetischen Kriegsgefangenen. Diesen Vernichtungen fielen 25.000 Menschen zum Opfer. Sie hatten mit der Erfassung dieser Gefangenen zu tun. Sie haben von ihrer Tötung gewusst. Sie haben ihre Tötung gebilligt und die notwendige Teilarbeit geleistet. Wir protestieren auf das Dringlichste gegen diese Angriffe auf unseren Mandanten. Pauschale Beschuldigungen sind ohne jegliche Bedeutung. Zur Behandlung stehen nur klar bewiesene Fälle von Täterschaft und Mittäterschaft im Zusammenhang mit Mordvorwürfen. Jedoch nur leiseste Zweifel muss zugunsten des Angeklagten ausschlagen. Angeklagter Stark, haben Sie nie bei den Vergasungen mitgewirkt? Einmal musste ich damit tun. Was hatten Sie zu tun? Ich stand draußen herum, nachdem ich die Leute ins Krematorium geführt hatte. Die Sanitäter, die für die Vergasung zuständig waren, hatten die Türen zugeschlossen und trafen ihre Vorbereitungen. Woraus bestanden die Vorbereitungen? Sie stellten die Büchsen bereit und setzten sich Gasmasken auf. Dann gingen sie Böschungen hinauf zum flachen Dach. Im Allgemeinen waren vier Leute erforderlich. Diesmal fehlte einer und sie riefen, dass sie noch jemanden brauchten. Weil ich der Einzige war, der draußen herumstand, da sagte Grabner, los, hier helfen. Ich bin aber nicht gleich gegangen. Da kam der Schutzhaftlagerführer und sagte, etwas plötzlich. Wenn Sie nicht raufgehen, werden Sie mit reingeschickt. Da musste ich hinauf und beim Einfüllen helfen. Haben Sie nichts gehört von dem, was sich da unten abspielte? Die haben geschrien. Wie lange? So 10 bis 15 Minuten. Wer hat den Raum geöffnet? Ein Sanitäter. Was haben Sie da gesehen? Ich habe nicht genau hingesehen. Hielten Sie das, was ich Ihnen zeigte, für Unrecht? Nein, durchaus nicht. Nur die Art. Was für eine Art? Wenn jemand erschossen wurde, das war etwas anderes. Aber die Anwendung von Gas, das war unmännlich und feige. Angeklagter Stark, während Ihrer Studien zur Reifeprüfung kam Ihnen da niemals ein Zweifel an Ihren Handlungen? Herr Vorsitzender, ich möchte das einmal erklären. Jedes dritte Wort, schon in unserer Schulzeit, handelte doch von denen, die an allem schuld waren und die ausgemerzt werden mussten. Man hat uns eingehämmert, dass dies nur zum Besten des eigenen Volkes sei. In den Führerschulen lernten wir vor allem, alles stillschweigend entgegenzunehmen. Wenn einer noch etwas fragte, dann wurde gesagt, was geschieht, geschieht nach dem Gesetz. Da hilft es nichts, dass heute die Gesetze anders sind. Man sagte uns, ihr habt zu lernen. Ihr habt die Schulung nötiger als Brot. Herr Vorsitzender, uns wurde das Denken abgenommen. Das taten ja andere für uns. Die Erschießungen wurden vor der schwarzen Wand ausgeführt, im Hof des Block 11. Von wo aus war der Hof zu erreichen? Durch eine Seitentür in Block 11 und durch ein Tor in der vorderen Mauer. Bestand Einsicht in den Hof? Nur durch die vorderen Fenster im Erdgeschoss von Block 11. Wenn das Hoftor zum Abtransport der Erschossenen geöffnet wurde, war Lagersperre. Die übrigen Fenster von Block 11 waren bis auf einen schmalen Spalt oben zugemauert. Die Fenster des Frauenblocks nebenan
waren mit Brettern verschallt. Wie hoch war die Mauer? Etwa 4 Meter hoch. Wo lag die schwarze Wand? Dem Tor gegenüber, an der rückwärtigen Mauer. Wie sah die schwarze Wand aus? Sie war aus dicken Holzbohlen errichtet und hatte seitlich je einen schräg vorstoßenden Kugelfang. Wen haben Sie bei den Erschießungen vor der schwarzen Wand gesehen? Den Lagerkommandanten, den Adjutanten, den Chef der politischen Abteilung Grabner sowie seine Mitarbeiter. Unter anderem sah ich Broad, Boger, Stark und Schlage. Auch Kaduk war oft dort. Sind Sie sicher, dass der Adjutant dort war? Er war eine bekannte Persönlichkeit. So wie man den Kommandanten kannte, kannte man auch den Adjutanten. Eigenhändig erschießen sah ich Boger, Broad, Stark, Schlage und Kaduk. Angeklagter Boger, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Ich habe im Lager keinen Schuss abgegeben. Angeklagter Broad, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Solche Aufgaben hatte ich nie durchzuführen. Angeklagter Schlage, haben Sie als Aufseher im Block 11 auch an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? Dazu war ich nicht befugt. Angeklagter Kaduk, haben Sie an Erschießungen vor der schwarzen Wand teilgenommen? In den Block 11? Da kam ich überhaupt nie hin. Was hier über meine Person gesagt wird, das ist glatte Lüge. Herr Zeuge, wurden vor den Erschießungen Todesurteile verlesen? Bei den meisten Erschießungen nicht. Im Allgemeinen wurden die Häftlinge einfach aus den Zellen des Blocks 11 heraufgeholt. Es gab solche, die auf der Bahre zur Wand getragen wurden. Wir rufen als Zeugen auf den damaligen weisunggebenden Vorgesetzten der hier befindlichen Angeklagten. Herr Zeuge, Sie waren Chef der zuständigen Zentrale der Sicherheitspolizei und Vorsitzender des Standgerichts. Was hatten Sie als solcher mit den Hinrichtungen zu tun, die von der politischen Abteilung im Lager durchgeführt wurden? Meine Dienststelle hatte mit den Handhabungen der politischen Abteilung im Lager nicht das Geringste zu tun. Mir standen ausschließlich Fälle von Partisanen zur Verhandlung. Diese wurden ins Lager überführt und dort in einem Sitzungsraum abgeurteilt. Wo befand sich dieser Sitzungsraum? In irgendeiner Baracke. Lag der Sitzungsraum nicht im Block 11? Da bin ich überfordert. Sind Sie nie im inneren Gebiet des alten Lagers gewesen? Da bin ich überfordert. Sind Sie nie durch das Lagertor gegangen? Es ist möglich. Ich erinnere mich, dass da eine Musikkapelle spielte. Herr Zeuge, Sie waren also der Vorsitzende. War denn auch ein Verteidiger dabei? Wenn einer gewünscht wurde. Wurde mal einer gewünscht? Es kam selten vor. Und wenn es vorkam? Dann wurde einer bestellt. Wer war der Verteidiger? Ein Beamter der Dienststelle. Gestanden die Verhafteten? Da gab es nichts zu leugnen. Wie kam es zu den Geständnissen? Durch Vernehmungen. Wer führte die Vernehmungen aus? Die politische Abteilung. Hatten Sie als Richter keine Bedenken, auf welche Art die Geständnisse herbeigeführt wurden? Ich kann nichts dafür, wenn der eine oder der andere meiner Leute seine Befugnisse überschritten hat. Wurden bei den Vernehmungen Zeugen gehört? In der Regel nicht. Wir fragten, ob alle stimme, und Sie sagten alle ja. Sie hatten also nur Todesurteile auszusprechen? Ja. Freisprüche gab es praktisch nicht. Verfahren wurden nur eröffnet, wenn alles klar war. Haben Sie niemals Anzeichen bei den Beschuldigten erkannt, die auf unzulässige Behandlung hätten schließen lassen? Nein. Wurden auch Frauen und Kinder zum Tode verurteilt? Davon ist mir nichts bekannt. Zwischen den Häftlingen, die zur Aburteilung durch das Standgericht in den Block eingeliefert wurden, befanden sich zahlreiche Frauen und Minderjährige. Sie wurden einzeln in das Sitzungszimmer geführt. Der Richter verlas das Urteil. Er nannte nur den Namen und sagte dann, sie sind zum Tode verurteilt. Die meisten Verurteilten verstanden die Sprache nicht und wussten gar nicht, warum man sie verhaftet hatte. Vom Gerichtszimmer wurden sie sofort zum Auskleiden in den Waschraum geführt und von dort in den Hof gebracht. Der Bunker Jakob erschien mit jeweils 2 entkleideten Häftlingen. Wer war dieser Bunker Jakob? Der Bunker Jakob war der diensthabende Funktionshäftling in Block 11. Es war ein großer, kräftiger Mann, ein ehemaliger Boxer. Wie wurden die Häftlinge hinausgeführt? Jakob befand sich zwischen ihnen und hielt sie an den Oberarmen fest. Wie weit war es von der Seitentür bis zur schwarzen Wand? Zunächst die 6 Stufen von der Tür hinab, dann 20 Schritte zur schwarzen Wand. Alles ging im Laufschritt vor sich.
Sobald Jakob die Häftlinge zur Wand gebracht hatte, lief er zurück, um die nächsten zu holen. Wie wurden die Erschießungen ausgeführt? Die Häftlinge wurden mit dem Gesicht zur Wand gestellt, 1 bis 2 Meter voneinander entfernt. Dann trat der Erschießende an den ersten heran, hob das Gewehr an dessen Genick und schoss aus einer Entfernung von etwa 10 Zentimetern. Der Danebenstehende sah es. Sobald der Erste gefallen war, kam er an die Reihe. Herr Zeuge, waren Sie nie im Hof von Block 11? Vielleicht einmal. Da soll eine Mauer gewesen sein. Ich habe sie aber nicht mehr in Erinnerung. Eine schwarz gestrichene Mauer muss doch auffallen. Ich habe keine Erinnerung. Wie viele Urteile hatten Sie als Vorsitzende des Standgerichts zu verlesen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wie oft wurden Sie zur Urteilssprechung einberufen? Das weiß ich nicht mehr. Wie lang dauerte eine Sitzung des Standgerichts? Das kann ich nicht sagen. Herr Zeuge, Sie sind heute Leiter eines großen kaufmännischen Betriebes. Als solcher müssen Sie gewohnt sein, mit Ziffern und Zeitberechnungen umzugehen. Wie viele Menschen wurden von Ihnen verurteilt? Das weiß ich nicht. Bei einer Sitzung des Standgerichts wurden im Durchschnitt 100 bis 150 Todesurteile verlesen. Die Sitzung dauerte 1,5 bis 2 Stunden und fand alle 2 Wochen statt. Herr Zeuge, wie viele Menschen wurden Ihrer Schätzung nach insgesamt vor der schwarzen Wand erschossen? Aus den Totenbüchern und unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass zusammen mit den gewöhnlichen Bunkerleerungen annähernd 20.000 Menschen vor der schwarzen Wand erschossen wurden. Im Herbst 1943 sah ich ganz früh morgens im Hof von Block 11 ein kleines Mädchen. Es hatte ein rotes Kleid an, trug einen Zopf, stand alleine und hielt die Hände an der Seite, wie ein Soldat. Einmal bückte es sich und wischte den Staub von den Schuhen. Dann stand es wieder still. Da sah ich Boger in den Hof kommen. Er hielt das Gewehr hinter seinem Rücken versteckt. Er nahm das Kind an der Hand, es ging ganz brav mit und ließ sich mit dem Gesicht gegen die schwarze Wand stellen. Das Kind sah sich noch einmal um. Boger drehte ihm das Gesicht wieder gegen die Wand, hob das Gewehr und erschoss das Kind. Wie kann der Zeuge das gesehen haben? Ich war dabei, den Waschraum zu säubern, der sich gleich neben dem Hofausgang befand. Herr Vorsitzender, ich habe kein Kind erschossen. Ich habe überhaupt niemanden erschossen. Ich habe Boger oft vor der schwarzen Wand gesehen. Ich höre noch, wie einem Häftling zuschreit, Kopf hoch und ihm dann ins Genick schießt. Können Sie sich nicht getäuscht haben und Boger mit einem anderen verwechseln? Wir alle kannten Boger. Wir sahen ihn oft mit umgehängtem Gewehr auf seinem Rad zum Block 11 fahren. Manchmal zog er einen Häftling wie Hündchen an einer Schnur hinter sich her. Angeklagter Boger, wollen Sie Ihre Erklärung, nie im Lager geschossen zu haben, nicht noch einmal überdenken? Ich bleibe bei meiner Aussage. Heute und in 1000 Jahren. Ich hätte nicht einmal Angst davor gehabt, einen Schuss abzugeben. Denn das wäre nur Erfüllung eines dienstlichen Befehls gewesen. Immer wenn es hieß, der Boger ist im Haus, dann wussten wir, was bevorstand. Boger wurde bei uns der schwarze Tod genannt. Ich habe noch viele andere Spitznamen gehabt. Wir alle haben Spitznamen gehabt. Das beweist nur nichts. Angeklagter Boger, es ist in diesem Prozess wiederholt von Zeugen ausgesagt worden, dass Sie im Lager Menschen getötet haben. Sind Sie der Meinung, dass alle diese Aussagen erfunden sind? Ich war des Öfteren bei Erschießungen zugegen. Es ist anzunehmen, dass die Zeugen mich mit anderen verwechseln. Der Boger wurde geschnappt. Da ist doch klar, dass der ganze Hass sich auf mich auslegt. Haben Sie in keinem einzigen Fall geschossen? Ich habe... Einmal. Sie haben einmal geschossen? Das war ein Einzelfall, wo ich befehlsmäßig an einer Erschießung teilnahm. Wie ging das vor sich? Bei einer Bunkerentleerung befahl Grabner einmal, es schießt weiter der Oberscharf Ihrer Boger. Wie oft schossen Sie? 2-mal. In einem einzigen Fall. Später habe ich mich geweigert, an solchen Dingen teilzunehmen. Ich habe gesagt, entweder bin ich hier
oder ich arbeite im Erkennungsdienst. Beides zusammen kann ich nicht verkraften. Was waren das für Menschen, die Sie damals zu erschießen hatten? Sie gehörten zu einem Transport, der erkennungsdienstlich nicht verarbeitet worden war. Das heißt, es wurde gar nicht daran gedacht, dass diese Leute überleben könnten. Das glaube ich auch. Angeklagter Boger, warum haben Sie bisher immer gesagt, dass kein Mensch im Lager durch Sie zu Tode gekommen sei? Herr Präsident, wenn eine solche Fülle auf mich zukommt, dann ist es unmöglich, sich von Anfang an festzulegen. Und Sie bleiben dabei, nur in zwei Fällen geschossen zu haben. Und dabei, dass nie jemand nach verschärften Vernehmungen gestorben ist. Ja, das ist beim Heiligen Eide wahr. Herr Zeuge. Wann hatten Sie sich als Mitglied des Leichenträgerkommandos im Hof von Block 11 einzufinden? Wir wurden etwa eine Stunde vor der Exekution angefordert. Wo warteten die Häftlinge, die zur Exekution bestimmt worden waren? Sie warteten im Waschraum und im Gang davor. Was für Vorbereitungen wurden getroffen? Wenn die Häftlinge aus dem Keller kamen, mussten sie ihre Kleider im Waschraum oder im Flur ablegen. Sie bekamen ihre Nummern mit einem angefeuchteten Anilinstift auf die Brust geschrieben. Der Häftlingsschreiber überprüfte die Nummern und strich dann die Nummern derjenigen, die auf den Hof geführt wurden, auf der Liste ab. Wie lautete der Befehl, der die Verurteilten hinausrief? Der Befehl hieß, ab. Da lief der Bunker Jakob mit den Ersten hinaus. Sobald sie an der Wand standen, wurde auch uns der Befehl zugerufen, ab. Und wir liefen mit unserer Bahre los. Wenn sie in den Sand gefallen waren, packten wir sie an den Händen und Beinen und legten den Ersten rücklings auf die Bahre und den anderen umgekehrt darüber, sodass er mit dem Gesicht zwischen den Beinen des Untern lag. Dann rannten wir nach vorn zur Abflussrinne und kippten die Toten aus. Wo befand sich diese Rinne? Am Saumstein der linken Hofseite. Wir legten die Toten in mehreren Schichten übereinander, und zwar so, dass die Köpfe über der Rinne lagen, zum Abfluss des Bluts. Einmal sagte Schlage zu einem, der noch lebte, steh auf. Ich sah, wie der Angeschossene aufstehen wollte. Da sagte Schlage, bleib liegen. Und er schoss ihm ins Herz und in beide Schläfen. Aber der Mann lebte immer noch. Schlage sagte, der hat ein Leben wie eine Katze. Angeklagter Schlage, was haben Sie dazu zu sagen? Das ist mir ein Rätsel, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Für die Häftlinge getan, was ich nur konnte. Ich habe Heizgeräte für sie organisiert und Radieschen. An den Tötungen haben Sie sich nicht beteiligt? Nein und wieder nein. Herr Zeuge, setzen Sie Ihren Bericht über die Kinder fort. Die Kinder waren in den Hof des Krankenhauses gebracht worden. Den Vormittag über spielten sie dort. Sie hatten sogar einen Ball bekommen. Am Nachmittag kamen Hantel und Schärpe. Während der Stunden, in denen sie die Aktion durchführten, lag Totenstille über Block 20. Die ersten Kinder haben geschrien, dann wurde ihnen erzählt, sie würden geimpft. Ich hörte nur die Schläge, wenn die Köpfe und Körper der Kinder im Waschraum auf den Boden prallten. Plötzlich lief Schärpe heraus. Ich hörte, wie er sagte, ich kann schon nicht mehr. Er lief irgendwo hin und Hantel übernahm den Rest. Im Lager wurde damals erzählt, Schärpe sei zusammengebrochen. Angeklagter Schärpe, haben Sie etwas dazu zu sagen? Der Bericht des Zeugen scheint mir sehr übertrieben. Ich jedenfalls kann mich an diese Vorkommnisse nicht mehr erinnern. Ich wurde verurteilt zu 30-mal Stehzelle. Das bedeutete tagsüber Strafarbeit und nachts die Zelle. Was war der Grund der Verurteilung? Ich hatte mich zweimal bei der Essensausgabe angestellt. Wo befanden sich die Stehzellen? Sie lagen am Ende des Kellergangs im Block 11. Es gab 4 solcher Zellen. Man musste durch eine etwa 50 cm hohe Luke am Boden hineinkriechen. Die Luke war aus schwerem Holz. Dahinter war noch ein Eisengitter, das verriegelt wurde. Wie groß war eine Zelle? Ihr Umfang war 90 mal 90 cm, die Höhe etwa 2 Meter. Gab es ein Fenster? Nein. Es gab nur ein Luftloch oben in der Ecke.
Das war 4x4 Zentimeter groß. Der Luftschacht lief durch die Mauer und war mit einem perforierten Blechdeckel an der Außenwand abgeschlossen. Waren Sie allein in der Zelle? Anfangs war ich allein. In der letzten Woche standen wir dort zu viert. Gab es Häftlinge, die Tag und Nacht in der Stehzelle waren? Dies war die häufigste Art der Verurteilung. Die Systeme waren verschieden. Einige erhielten nur jeden zweiten oder dritten Tag etwas zu essen. Andere erhielten keine Verpflegung. Diese waren zum Hungertod verurteilt. Mein Freund Kurt Pachala starb in der Zelle nebenan nach 15 Tagen. Er aß zuletzt seine Schuhe auf. Er starb am 14. Januar 1943. Ich erinnere mich daran, denn es war mein Geburtstag. Wer zum Stehbunker ohne Verpflegung verurteilt worden war, konnte schreien und fluchen, so viel er wollte. Die Tür wurde nie geöffnet. In den ersten 5 Nächten schrie er laut. Dann hörte der Hunger auf und der Durst nahm Überhand. Er stöhnte, bat und flehte. Er trank seinen Urin und leckte die Wände ab. 13 Tage dauerte die Durstzeit. Dann war nichts mehr aus seiner Zelle zu hören. Es dauerte über 2 Wochen, bis er tot war. Aus welchem Grund war dieser Mann verurteilt worden? Er hatte einen Fluchtversuch unternommen. Bevor er in die Zelle eingeliefert wurde, musste er während des Abendappells an den Häftlingen vorbeimarschieren. Man hatte ihm eine Tafel umgebunden mit der Aufschrift »Hurra, ich bin wieder da!« Und diese Worte musste er laut rufen und dazu mit einem Paukenschlägel auf eine Trommel schlagen. Angeklagter Schlage, haben Sie Häftlinge in den Stehzellen verhungern lassen? Herr Direktor, ich bitte Folgendes zu Gehör zu bringen. Ich war im Block 11 nur Schließer. Ich bekam meine Befehle von meinen Vorgesetzten und danach hatte ich mich zu richten. Für alles, was im Bunker geschah, war nicht ich, sondern der Arrestverwalter verantwortlich. Wer gab den Häftlingen Verpflegung? Das haben die Funktionshäftlinge getan. Wer schloss die Zellen auf? Das waren auch die Funktionshäftlinge. Wir Arrestaufseher mussten nur die äußeren Gitter aufschließen, wenn die politische Abteilung kam. Sind Häftlinge im Arrestbunker gestorben? Schon möglich, aber ich kann mich nicht erinnern. Wer hat das Totenbuch geführt und die Todesursachen eingetragen? Das haben alles die Funktionshäftlinge allein gemacht. Und Sie hatten gar nichts zu tun? Ich hatte doch die eigenen Leute zu bewachen, die im oberen Stockwerk in Arrest saßen. Das waren manchmal bis zu 18 Mann. Ich musste aufpassen, dass sie sich nicht das Leben nahmen oder sonstige Dummheiten machten. Im Bunker waren also auch Mitglieder der Lagermannschaften inhaftiert? Natürlich. Die Gerechtigkeit erstreckte sich auf alle, Herr Vorsitzender. Jede Schwäche musste doch bekämpft werden. Ich gehörte dem Leichenkommando an, das die Hungerzellen zu räumen hatte. Oft waren Tote dabei, die am Gesäß und an den Schenkeln angebissen waren. Diejenigen, die es am längsten ausgehalten hatten, waren manchmal ohne Finger. Ich fragte den Bunker Jakob, der überall die Aufsicht führte: Wie kannst du das ertragen? Da sagte er: Gelobt sei, was hart macht. Mir geht es gut. Ich esse die Rationen von denen da drinnen. Am 3. September 1941 wurden im Bunkerblock die ersten Versuche von Massentötungen durch das Gas Zyklon B vorgenommen. Sanitätsdienstgrade und Wachmannschaften führten etwa 850 sowjetische Kriegsgefangene sowie 220 kranke Häftlinge in den Block 11. Nachdem man sie in die Zellen geschlossen hatte, wurden die Fenster mit Erde zugeschüttet. Dann wurde das Gas durch die Lüftungslöcher eingeworfen. Am nächsten Tage wurde festgestellt, dass einige noch am Leben waren. Infolgedessen schüttete man eine weitere Portion Zyklon B ein. Am Abend kam der Kommandant und sein Stab. Ich hörte den Kommandanten sagen: Jetzt bin ich doch beruhigt, jetzt haben wir das Gas und alle diese Blutbäder bleiben uns erspart. Am 3. September 1941
sei ich Breitwieser in Begleitung von Stark sowie anderen Herren der politischen Abteilung mit Gasmasken und Büchsen zum Block 11 gehen. Danach gab es Lagersperre. Am nächsten Morgen war Breitwieser böse, weil irgendetwas nicht geklappt hatte. Es war nicht richtig abgedichtet worden und die Vergasung musste noch einmal vorgenommen werden. Zwei Tage später fuhren die Rollwagen voll mit Leichen aus dem Hof. Um wie viel Uhr sahen Sie Breitwieser am 3. September auf dem Weg zum Block 11? Gegen 9 Uhr abends. Das ist unmöglich. Erstens war ich abends nie im Lager und zweitens hätte man mich um diese Jahreszeit gar nicht erkennen können, denn da lag immer eine Dunstschicht über dem Gelände, vom Fluss her. War Ihnen bekannt, dass an diesem Abend Häftlinge im Block 11 durch das Gas getötet werden sollten? Ja, das hat sich herumgesprochen. Haben Sie nicht gesehen, wie die Häftlinge in den Block getrieben wurden? Herr Präsident, Dienstschluss war bei uns um 18 Uhr. Ich bin nie nach 18 Uhr im Lager gewesen. Was hatten Sie für eine Funktion als Desinfektor? Wenn ich mal so sagen darf, ich hatte die Anweisungen zu geben. Waren Sie für diese Tätigkeit ausgebildet worden? Da waren ein paar Herren von der Firma Degesch, die das Gas lieferte. Diese unterwiesen uns in der Handhabung des Gases. Wurden Sie mit Ihren Fachkenntnissen nicht hinzugezogen, als man damit begann, Menschen mit Zyklon B zu töten? Ich sage grundsätzlich nur, was wahr ist. Ich vertrug das Gas nicht. Ich bekam Magenbeschwerden und bat darum, versetzt zu werden. Wurden Sie versetzt? Noch nicht gleich. Wann wurden Sie versetzt? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Sie wurden im April 1944 versetzt. Bis dahin stiegen Sie noch in den Graden. Zunächst wurden Sie zum Rottenführer und dann zum Unterscharführer befördert. Wir protestieren gegen diese Unterschiebung. Dass Mitglieder des Lagerpersonals im Range stiegen, ist einzig und allein dienstlich zu bewerten und beweist keineswegs Ihre Mitschuld. Herr Zeuge, wo wurde das Gas aufbewahrt? Es stand im Keller der Apotheke in Kisten verpackt. Angeklagter Capesius, war Ihnen als Vorstand der Apotheke bekannt, dass dort Zyklon B gelagert wurde? Da muss der Herr Zeuge einer Verwechslung zum Opfer gefallen sein. Was diese Kisten im Keller betrifft, so enthielten sie Ovomaltine. Das war eine Sendung vom Schweizer Roten Kreuz. Ich habe den Karton mit Ovomaltine gesehen und ich habe die Kisten mit dem Zyklon gesehen. Und auch die Koffer habe ich gesehen, in denen der Angeklagte Capesius Schmuckstücke und Zahngold verwahrte. Das sind Erfindungen! Woher stammt das Geld, mit dem der Angeklagte Capesius sich sofort nach dem Kriege eine eigene Apotheke und einen Schönheitssalon einrichtete? Sei schön durch eine Behandlung bei Capesius. Das Geld dafür erhielt ich durch eine Anleihe. Und woher stammen die 50.000 Mark, die mir und einigen anderen Zeugen geboten wurden, wenn wir hier beschwören würden, Capesius habe im Lager nur die Apotheke verwaltet und nicht die Aufsicht gehabt über das Zyklon B und das Phenol? Darüber ist mir nichts bekannt. Von wem wurde dieser Bestechungsversuch vorgenommen? Er kam von anonymer Seite. Wissen Sie, ob eine der legalen Hilfsorganisationen ehemaliger Wachmannschaften dahinter stand? Das weiß ich nicht. Ich möchte dem Gericht jedoch von einem Brief, den ich erhalten habe, Kenntnis geben. Der Brief ist mit den Worten überschrieben: Arbeitsgemeinschaft für Recht und Freiheit. Sein Inhalt lautet: Sie werden bald von der Bildfläche verschwinden. Sie werden einen qualvollen Tod sterben. Unsere Mitarbeiter beobachten Sie ständig. Sie können jetzt wählen zwischen Tod oder Leben. Das Gericht wird die Herkunft dieses Briefes untersuchen. Herr Zeuge, können Sie angeben, was auf den Kisten stand? Da stand Giftgas Zyklon und dann das Warnungsschild mit dem Totenkopf drauf. Haben Sie den Inhalt der Kiste gesehen? Ich sage öffnete Kisten mit den Büchsen darin. Was stand auf den Etiketten? Giftgas Zyklon. Herr Zeuge, haben Sie Lieferscheine für die Sendungen des Gases gesehen? Als Absender waren die Firma Tesch und Stabenow sowie die Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung angegeben. Herr Zeuge, haben Sie gesehen, dass diese Büchsen zu den Gaskammern transportiert wurden? Wir hatten solche Kisten in den Sanitätswagen zu verladen, der zum Abholen kam. Wer fuhr im Wagen mit? Ich sah dort Dr. Frank und Dr. Schatz sowie Dr. Capesius. Sie hatten ihre Gasmasken dabei. Dr. Schatz hatte sogar einen Stahlhelm auf. Ich erinnere mich daran, denn einer seiner Begleiter sagte: Du siehst aus wie ein kleiner Pilz.
Wir möchten das Gericht daran erinnern, dass zu gewissen Zeiten des Krieges das Tragen von Gasmasken Pflicht war. Weder das Weggehen unserer Mandanten noch ihr Zurückkommen mit einer Gasmaske beweist, wohin sie gegangen waren. Angeklagter Mulka, als Lageradjutant unterstand Ihnen auch die Fahrbereitschaft. Hatten Sie da Fahrbefehle auszuschreiben? Ich habe keine solchen Befehle geschrieben, damit hatte ich nichts zu tun. Wussten Sie, was Anforderungen von Material zur Umsiedlung bedeuteten? Nein. Angeklagter Mulka, das Gericht ist im Besitz von Fahrbefehlen zum Transport von Material zur Umsiedlung. Diese Dokumente sind von Ihnen unterschrieben. Es mag sein, dass ich den einen oder den anderen Befehl einmal abzeichnen musste. Haben Sie nicht erfahren, dass Material zur Umsiedlung aus dem Gaszyklon B bestand? Wie ich bereits äußerte, war mir dies nicht bekannt. Von wem wurden Anforderungen dieses Materials ausgegeben? Sie liefen durch Fernschreiben ein und wurden an den Kommandanten oder den Schutzhaftlagerführer weitergeleitet. Von dort gelangten sie an den Chef der Fahrbereitschaft. Lag es nicht in Ihrem Interesse zu erfahren, wozu die Lastwagen der Fahrbereitschaft eingesetzt wurden? Es war mir ja bekannt, dass sie zur Materialverfrachtung benötigt wurden. Wurden auch Häftlinge in den Lastwagen transportiert? Davon weiß ich nichts. Zu meiner Zeit gingen die Häftlinge zu Fuß. Angeklagter Mulka, es befindet sich in unserer Hand ein Schriftstück, in dem die Rede ist von der erforderlichen, dringenden Fertigstellung der neuen Krematorien. Dieses Schreiben ist von Ihnen unterzeichnet. Ja, das muss ich wohl diktiert haben. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie von den Massentötungen nichts gewusst haben? Alle meine Einlassungen entsprechen der Wahrheit. Wir rufen als Zeugen auf den ehemaligen Werkstattleiter der Fahrbereitschaft des Lagers. Herr Zeuge, wozu wurden die Lastwagen eingesetzt? Zum Abholen von Frachten und zum Häftlingstransport. Wohin wurden die Häftlinge transportiert? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Haben Sie an diesen Transporten teilgenommen? Ich musste da mal mitfahren, als Ersatz. Wohin fuhren Sie? Ins Lager rein, wo Sie da ausgesucht wurden und was da so war. Wohin fuhren Sie dann mit den Menschen? Bis zum Lagerende. Da war ein Birkenwald. Da wurden die Leute abgeladen. Wohin gingen die Menschen? In ein Haus rein. Dann habe ich nichts mehr gesehen. Was geschah mit den Menschen? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Erfuhren Sie nicht, was mit ihnen geschah? Die wurden wohl verbrannt an Ort und Stelle. Herr Zeuge, Sie gehörten zu den Fahrern der Sanitätswagen, in denen das Blausäurepräparat Zyklon B zu den Gaskammern transportiert wurde. Ich war als Traktorführer ins Lager kommandiert worden und musste dann später auch als Fahrer von Sanitätswagen Dienst tun. Wohin fuhren Sie? Ich hatte die Sanitäter und Ärzte abzuholen. Wer waren die Ärzte? Daran kann ich mich nicht erinnern. Wohin hatten Sie die Sanitäter und Ärzte zu bringen? Vom alten Lager zur Rampe des Barackenlagers. Wohin fuhren Sie von der Rampe aus? Zu den Krematorien. Fuhren die Ärzte mit? Ja. Was taten die Ärzte dort? Der Arzt blieb im Wagen sitzen oder stand daneben. Die Sanitäter mussten die Sachen verrichten. Welche Sachen? Die Vergasung. Befanden sich bei Ihrer Ankunft die Menschen schon in der Gaskammer? Sie waren noch beim Auskleiden. Gab es da keine Unruhen? Wie ich da war, ging es immer ganz friedlich zu. Was konnten Sie vom Vorgang der Vergasung sehen? Wenn die Häftlinge in die Kammern eingeführt worden waren, gingen die Sanitäter zu den Luken, setzten ihre Gasmasken auf und entleerten die Büchsen. Wo befanden sich die Luken? Da war eine schräge Anschüttung über dem unterirdischen Raum mit 4 Kästen. Wie viele Büchsen wurden entleert?
3 bis 4 Büchsen in jedes Loch. Wie lange dauerte das? Etwa eine Minute. Schrien die Menschen nicht? Wenn einer gemerkt hatte, was los war, konnte man wohl ein Schreien hören. Herr Zeuge, wie weit stand Ihr Wagen von der Vergasungskammer entfernt? Der stand auf dem Weg etwa 20 Meter ab. Und da konnten Sie hören, was unten in der Vergasungskammer geschah? Manchmal bin ich ausgestiegen, um zu warten. Was taten Sie da? Nichts. Ich rauchte eine Zigarette. Näherten Sie sich nicht den Luken über der Vergasungskammer? Ich bin manchmal etwas auf und ab gegangen, um zu warten. Was hörten Sie da? Wenn die Deckel von den Luken abgehoben waren, dann hörte ich ein Dröhnen von unten, als ob sich dort viele Menschen unter der Erde befänden. Und was taten Sie dann? Die Luken wurden wieder geschlossen und ich musste zurückfahren. Herr Zeuge, Sie waren Häftlingsarzt im Sonderkommando, das zum Dienst in den Krematorien eingesetzt war. Wie viele Häftlinge befanden sich in diesem Kommando? Insgesamt 860 Mann. Das Häftlingskommando wurde im Abstand von einigen Monaten vernichtet, durch eine neue Belegschaft ersetzt. Wem unterstanden Sie? Dr. Mengele. Herr Zeuge, wie ging die Einlieferung in die Gaskammern vor sich? Die Lokomotivpfiff vom Einfahrtstor zur Rampe war das Signal, dass ein neuer Transport eintraf. Das bedeutete, dass in etwa einer Stunde die Öfen voll gebrauchsfertig sein mussten. Die Elektromotoren wurden eingeschaltet, diese trieben die Ventilatoren, die das Feuer in den Öfen auf den erforderlichen Hitzegrad brachten. Konnten Sie sehen, wie die Gruppen von der Rampe kamen? Vom Fenster meines Arbeitszimmers aus konnte ich den Weg zum Krematorium 2 überblicken. Wie viele Krematorien gab es? Eines im alten, 4 im neuen Lager. Diese wurden beim Herannahen der sowjetischen Armee noch von der SS gesprengt. Die Menschen kamen in Fünferreihen an. Ältere Männer trugen die Säuglinge oder schoben Kinderwagen. Rechts und links waren ein paar Wasserhähne auf den Grasflächen. Oft drängten sich die Menschen darum. Das Kommando ließ sie noch trinken, trieb sie aber zur Eile an. Sie hatten noch etwa 50 Meter zu gehen, bis sie zur Treppe kamen, die hinunter in die Auskleideräume führte. Wie viele Menschen wurden auf einmal hinabgeführt? 1000 bis 2000 Menschen. Brach nie Panik aus zwischen den vielen Menschen im engen Raum? Es ging alles sehr schnell und effektiv. Das Kommando zum Ausziehen wurde gegeben und während die Menschen sich noch ratlos umsahen, half das Sonderkommando ihnen schon beim Abnehmen der Kleider. Zu beiden Seiten waren Bänke aufgestellt, mit nummerierten Haken darüber. Und es wurde wiederholt gesagt, dass Kleidungsstücke und Schuhe zusammengebunden aufzuhängen seien. Und dass jeder sich die Nummer seines Hakens zu merken habe, damit nach der Rückkehr aus dem Bad kein Durcheinander entstehe. In dem grellen Licht zogen sich die Menschen aus, Männer und Frauen, Alte und Junge, Kinder. Warfen sich diese vielen Menschen niemals auf ihre Bewacher? Nur einmal hörte ich, wie einer schrie, sie wollen uns umbringen. Da antwortete schon ein anderer, das ist undenkbar, niemals kann so etwas geschehen, verhaltet euch ruhig. Das Sonderkommando schrie, schnell, schnell, das Wasser wird kalt. War der andere Raum durch Duschen getarnt? Nein, da war nichts. Wie groß war dieser Raum? Kleiner als der Auskleideraum, etwa 30 Meter lang. Wenn 1000 und mehr Menschen in einem solchen Raum zusammengedrängt wurden, musste es doch zum Aufruhr kommen. Da war es zu spät. Die Letzten wurden hineingepresst und die Tür wurde zugeschraubt. Herr Zeuge, haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Menschen dies alles mit sich geschehen ließen? Angesichts dieses Raumes mussten Sie doch wissen, dass Ihr Ende bevorstand. Es kam kein einziger heraus, um darüber berichten zu können. Thank you.
Da waren Betonwände mit einzelnen Ventilklappen. Auf dem Fußboden waren Abflussgatter. In der Mitte waren Tragpfeiler. Und rechts und links davon standen je zwei Säulen aus perforiertem Eisenblech. Das Gas wurde durch Luken in die Säulen eingeworfen. Wie lange stand der Raum unter Gas? 20 Minuten. Dann wurden die Entlüftungsapparate eingeschaltet und das Gas herausgepumpt. Herr Zeuge, sahen Sie diesen Raum nach der Öffnung? Ja. Die Leichen lagen übereinander gedrängt in der Nähe der Tür unter Säulen. Und zwar lagen Säuglinge, Kinder und Kranke unten, darüber die Frauen und ganz oben die kräftigsten Männer. Dies war so zu erklären, dass die Menschen sich gegenseitig niedertraten und aufeinander kletterten, weil das Gas sich anfangs am stärksten in Bodenhöhe entwickelte. Die Menschen waren ineinander verkrallt, die Haut war zerkratzt, viele bluteten aus Nase und Mund, die Gesichter waren angeschwollen und fleckig. Die Menschenhaufen waren besudelt von Erbrochenem, von Kot, Urin und Menstruationsblut. Das Räumungskommando kam mit Wasserschläuchen und spritzte die Leichen ab. Dann wurden sie in die Lastfahrstühle gezogen und hinauf in den Verbrennungssaal befördert. Oben an den Fahrstühlen stand das Schleppkommando bereit. Sie trugen eine Schlinge in der Hand, die sie den Leichen um das Handgelenk streiften. Auf einer eigens dazu bestimmten Bahn wurden die Leichen vor die Öfen geschleift. Vor der Verbrennung wurden sie von Spezialkommandos zur Auswertung übernommen. Alles, was an den Körpern noch zu finden war, die Prothesen, Halsketten, Armbänder, Ringe und Ohrgehänge, auch Brillen, wurde abgenommen. So dann wurde das Haar geschnitten und sofort gebündelt und in Säcke verpackt. Und zum Schluss traten die Zahnzieher an, die sich auf Dr. Mengeles ausdrücklichen Befehl aus erstklassigen Spezialisten zusammensetzten. Doch bei ihrer Arbeit mit Zangen und Brecheisen rissen sie mit den Goldzähnen und Brücken ganze Stücke der Kiefer heraus und die Knochenstücke und das daran haftende Fleisch wurden in einem Säurebad weggeätzt. 100 Mann arbeiteten unaufhörlich vor den Öfen in zwei Schichten. Bei volllaufendem Betrieb waren gleichzeitig 46 Verbrennungskammern angeheizt. Es kam jedoch selten vor, dass alle Öfen zusammenarbeiteten, da diese aufgrund der Überheizung oft beschädigt waren. Die Hersteller dieser Öfen, die Firma Topf und Söhne, hat, wie es in ihrer Patentschrift nach dem Kriege heißt, ihre Einrichtungen aufgrund gewonnener Erfahrungen verbessert. Wie lange dauerte die Verbrennung in einer Ofenkammer? Ungefähr eine Stunde. Dann konnte ein neuer Schub gefasst werden. Bei Überfüllung verbrannte man die Leichen auch in Gruben. Am Ende der Gruben waren Abflussgräben für das Fett. Das wurde mit Büchsen abgeschöpft und über die Leichen gegossen, damit sie besser brannten. Ihre Asche wurde auf einer Schmalspurbahn zu einem Teich beim Krematorium 4 oder mit Lastwagen zu dem 2 Kilometer entfernten Fluss gefahren und dort ins Wasser geschüttet. Im Sommer 1944, als die Verbrennungen die höchsten Ziffern erreichten, wurden täglich bis zu 20.000 Menschen vernichtet. Herr Zeuge. Was haben Sie während Ihrer Tätigkeit als Untersuchungsrichter über die Verwaltung der Wertgegenstände und des Zahngoldes erfahren? Die Kleider und Schuhe,
die von den Häftlingen selbst noch ordentlich zusammengelegt worden waren, liefen ins Reich, wo sie den Ausgebombten zugute kamen. Das Zahngold wurde eingeschmolzen. Ich wurde als Untersuchungsrichter angefordert, weil ausgehende Pakete, die kiloweise Gold enthielten, beschlagnahmt worden waren. Ich ermittelte, dass es sich um Zahngold handelte. Nachdem ich das Gewicht einer einzelnen Plombe errechnet hatte, kam ich zu dem Ergebnis, dass Tausende von Menschen notwendig waren, um einen solchen Klumpen herzugeben. Konnte denn damals von außen ein Richter einberufen werden, um Vorgänge im Lager zu untersuchen? Irgendwo lebten noch Vorstellungen von einem Rechtsstaat fort. Der Kommandant wollte die Korruption im Lager bekämpfen. Bei meinem Besuch klagte er mir, dass seine Leute der schweren Arbeit charakterlich oft nicht gewachsen seien. Als Richter erhob ich damals Anklage auf Raub und einige wurden verhaftet und abgeurteilt. Wie ging eine solche Anklage vor sich? Es war ein Scheinprozess. Weiter nach oben hin konnte nicht verhaftet werden. Und auf vielfachen Mord war in diesem Fall keine Anklage möglich. Sahen Sie als Untersuchungsrichter keine anderen Möglichkeiten, Ihre Kenntnisse zu veröffentlichen? Vor welchem Gerichtshof hätte ich Klage erheben können über die Mengen der Getöteten und über die von den höchsten Verwaltungsstellen übernommenen Werte? Ich konnte doch kein Verfahren gegen die oberste Staatsführung einleiten. Herr Zeuge, halten Sie es für möglich, dass der Adjutant des Lagerkommandanten nicht über die Vorgänge in den Krematorien unterrichtet war? Ich halte es für unmöglich. Jeden der 6000 Mitglieder des Personals, die im Lager arbeiteten, waren die Vorgänge bekannt. Und jeder leistete auf seinem Posten, was für das Funktionieren des Ganzen geleistet werden musste. Des Weiteren wusste jeder Zugführer, jeder Weichensteller, jeder Bahnhofsbeamte, der mit der Verfrachtung der Menschen zu tun hatte, was im Lager geschah. Jede Telegraphistin und Stenotypistin, an der die Deportationsbefehle vorbeiliefen, wusste davon. Jeder Einzelne in den 100 und 1000 Amtsstellen, die mit den Aktionen beschäftigt waren, wusste, worum es ging. Wir protestieren gegen diese Behauptungen, die vom Hass diktiert sind. Niemals kann Hass eine Grundlage bilden für die Beurteilung der hier zur Sprache geführten Einzelheiten. Ich stehe gleichgültig vor den einzelnen Angeklagten und gebe nur zu bedenken, dass sie ihr Handwerk nicht hätten ausführen können, ohne die Unterstützung von Millionen anderen. Hier steht zur Diskussion, was unseren Mandanten bewiesenerweise vorgehalten werden kann. Vorwürfe allgemeiner Art bleiben belanglos. Vor allem Vorwürfe, die sich gegen eine ganze Nation richten. Ich bitte nur, darauf hinweisen zu dürfen, wie dicht der Weg von Zuschauern gesäumt war, als man uns aus unseren Wohnungen vertrieb und in die Viehwagen lud. Die Angeklagten in diesem Prozess stehen nur als Handlanger ganz am Ende. Herr Zeuge, können Sie uns aus Ihrer Sicht sagen, wie hoch Sie die Zahl der im Lager getöteten Menschen schätzen? Von den 9.600.000 Verfolgten, die in den Gebieten lebten, die ihre Verfolger beherrschten, sind 6 Millionen verschwunden. Allein in diesem Lager sind über 3 Millionen Menschen ermordet worden. Selbst wenn wir alle die Opfer aufs Tiefste beklagen, so ist unsere Aufgabe hier, Übertreibungen und von bestimmter Stelle gelenkten Beschmutzungen entgegenzuwirken. Nicht einmal die Zahl von 2 Millionen Toten lässt sich im Zusammenhang mit diesem Lager bestätigen. Nur die Tötung von einigen Hunderttausend hat Beweiskraft. Es wird uns in diesem Prozess nur allzu deutlich,
welche politischen Absichten die Aussagen bestimmen. Über die untereinander zu verhandeln, die Zeugen reichlich Gelegenheit hatten. Das ist eine bewusste und gewollte Missachtung und Kränkung der Toten des Lagers und der Überlebenden, die sich bereit gefunden haben, hier als Zeugen auszusagen. In einem solchen Verhalten wird offensichtlich die Fortsetzung jener Gesinnung demonstriert, die die Angeklagten in diesem Prozess schuldig werden ließ. Angeklagter Mulka, wollen Sie uns jetzt nicht sagen, was Sie im Zusammenhang mit den Vernichtungsaktionen gewusst und angeordnet haben? Ich habe nichts Diesbezügliches angeordnet. Haben Sie nichts von den Vernichtungsaktionen erfahren? Erst gegen Ende meiner Dienstzeit. Ich kann heute sagen, dass ich von Abscheu erfüllt war. Wenn Sie von Abscheu erfüllt waren, warum weigerten Sie sich dann nicht, daran teilzunehmen? Ich war Offizier und kannte das Militärstrafgesetz. Sie waren kein Offizier. Doch, ich war Offizier. Sie waren kein Offizier. Sie haben einem uniformierten Mordkommando angehört. Hier wird meine Ehre angegriffen. Angeklagter Mulka, es handelt sich um Mord. Wir waren davon überzeugt, dass es bei diesen Befehlen um die Erreichung eines versteckten Kriegszieles ging. Herr Präsident, ich bin darunter fast seelisch zerbrochen. Ich wurde so krank davon, dass ich ins Lazarett eingeliefert werden musste. Aber das möchte ich hier betonen, dass ich alles nur von außen sah und dass ich meine Finger aus der Sache hielt. Hohes Gericht, ich war gegen diese ganze Angelegenheit. Ich wurde selbst ein Verfolgter des Systems. Was geschah Ihnen denn? Ich wurde verhaftet, weil ich mich defätistisch geäußert hatte. 3 Monate saß ich in Haft. Nach meiner Freilassung geriet ich in die Terrorangriffe des Feindes. Viele konnte ich damals noch retten, als ich als alter Soldat bei den Räumungsarbeiten mithalf. Mein eigener Sohn kam um. Herr Präsident, man sollte in diesem Prozess aber auch nicht die vielen Millionen vergessen, die für unser Land ihr Leben ließen. Und man sollte nicht vergessen, was nach dem Krieg geschah und was immer noch gegen uns vorgenommen wird. Wir alle, das möchte ich nochmals betonen, haben nichts anderes als unsere Schuldigkeit getan. Heute, da unsere Nation sich wieder zu einer führenden Stellung emporgearbeitet hat, sollten wir uns mit anderen Dingen befassen, als mit Vorwürfen, die längst als verjährt angesehen werden müssten.